Okay, habe gerade meinen Weltrekord gebrochen mit einem KBS. Das habe ich tatsächlich, seit ich streame, noch nicht einmal gesehen. Cool. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt, und zwar zu Across the Obelisk. Ja, und der gute Johannes, mit dem ich jetzt gleich in den Discord-Call gehe. Ich bin ready und live. Ja, mit dem werden wir dieses Game spielen. Der wird uns nämlich erklären, wie das geht, weil von ihm ist dieses Game empfohlen worden. Schon seit bestimmt 2, 3 Wochen. Und ja, ich warte jetzt quasi nur noch darauf, mit ihm das zu besprechen. Das Game, es hat jetzt noch keine Hintergrundmusik, die kommt gleich. Ich bin gerade rausgetappt. Das Game soll so ein bisschen wie Slay the Spire sein, aber ihr seht schon hier ganz unter dem Play-Button einen Multiplayer-Modus. Also es ist quasi schon direkt inbegriffen. Und ja. Johannes ist gerade am Schreiben. Live-Benachrichtigung ist auch schon aus. Call. Ich würde sagen, ich rufe ihn gleich mal an. Sprachenruf starten. Und dann schauen. Hallo. Hallo! Sie sind live on stream, werter Herr Johannes. Ja, sie gleich auch bei mir. Perfekt, perfekt. Ja, ich mache ja quasi jetzt so ein angespielt Video draus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich. Ja, doch, ich mache ein angespielt Video draus. Logischerweise. Habe aber noch keine Ahnung von dem Game, außer dass es so ähnlich wie Slay the Spire sein soll. Ja, und das Genau. echt geil ist. Fun Fact: Ich dachte lange Zeit, es wäre so ähnlich wie Among Us. For whatever reasons. Habe mich aber gleichzeitig auch gewundert, warum Johannes es ständig spielt, alleine. Ergibt auch wenig Sinn. Gibt es irgendwelche Hintergrundstory oder irgendwelche Lore oder so, was du zu dem Game erzählen kannst? Oder kommt es während man es spielt dann? Wie meinst du jetzt mit Lore? Ja, also ich sehe jetzt hier 4 Charaktere zum Beispiel. Ja, ne, diese 4 Charaktere. Es gibt dort eine Story und die wird auch. Ich weiß, sie wird auf jeden Fall im Singleplayer abgespielt. Ah, Weiß okay. nicht, ob sie. Ich habe ja noch nicht online gespielt, sonst kann ich sie aber auch gleich erzählen, falls sie nicht abgespielt wird. Ist halt keine große Story. So. Ja, ist meistens bei diesen Roguelites nicht wirklich. Oder Roguelikes. Wie auch immer. So, hab jetzt auch meinen Stream gestartet. Ah, das Game ist erst vor kurzem released worden, oder wie? Ja, es ist erst vor Ah. kurzem released worden. Es ist das er das, das also da, wo ich das her habe, ist das Biffing Brit, falls ihr dir was sagt. Nö. Ist halt ein englischer Streamer oder ein englischer YouTuber. Greetings. Und wer ist da? Was? Nein, Greetings, also an den Streamer, falls er das Ja, jemals sehen okay. sollte. Nee. Mit Millionen Leuten, die ihn zuschauen, wird er dieses Da Video wird die wahrscheinlich nicht Wahrscheinlichkeit ja sehen. nur umso größer. Ja, gut. Ne? Alles aus einer anderen Perspektive sehen. Auf Ja, jeden Fall hat der das mit vier anderen, mit drei anderen gespielt. Und ja, man kann da das habe ich bis zu sofort vier Leute gedacht, spielen. ja. Man Gibt kann es das auch mit bis mehr zu als vier. diese 4 Charaktere, die wir sehen, oder nur die? Die vier im Hintergrund, davon sind drei die Haupthelden. Also drei halt, ne, Okay. die Standardhelden, die du zu Beginn bekommst, aber du kannst von jeder der vier Klassen, Warrior, Mage, Rogue und Priest, kannst du jeweils vier Charaktere bekommen. Perfekt. Die schaltest du aber auch erst nacheinander frei. Ich würde mir kurz deinen Stream anschauen, weil ich wissen will, wo man die Facecam am besten hinsetzt. Ich habe jetzt noch den Just Chatting Screen hier gerade Ich habe den laufen. unten rechts, Da passt der Facecam gut rein. einfach. Ja. Okay. Dann, genau, das Game ist ja only auf Englisch, wie man sehen kann. Dann nehme ich einfach den Slay the Spire Screen hier. Englisch oder Espanol kannst du auch machen. Oder Ja, Chinesisch. Espanol, Junge. Ups, ich habe hier aber keinen Vollbildmodus, sondern Fenstermodus. Da muss man hier kurz nochmal eine Bildschirmaufnahme machen. Was du nebenbei auch machen kannst, was in Slay the Spire nicht geht, ist, du kannst Auto-End anmachen. Das heißt, wenn du keinen Mana mehr hast, wird deine Turn sofort beendet. Okay. Ne?
Klingt sinnvoll. Du kannst halt rein theoretisch, du hast oben einen Restart-Button, dann musst du nicht jedes Mal raustappen, wie man es in Slay the Spire machen kann. Es gibt halt so viele Sachen, die halt in Slay the Spire nicht der Fall sind. Ja. Ich habe schon gesehen, kurz in den Settings, dass es den Fast Mode gibt. Das ist schon mal gut. Wenn man länger reingrindet, will man ja nicht ewig warten. Nee, das Slay the Spire-Szene war es vielleicht doch nicht, weil jetzt ist der Chat ganz woanders. Und nee, ich verhunze gerade nur den Slay the Spire-Modus. Was nehme ich denn dann, wenn ich unten rechts bin? Cyberpunk sieht gut aus. Nee, da bin ich oben. Shit. Ja, was zum Fick, Mann. Welches Game spiele ich denn gar nicht mehr gerade? Hier, Unite, zack. Chatbox, boom. Ja, was zum Fick, Mann. Genau, der gute alte was zum Fick, Mann. Dann Bildschirmübertragung. Screen 7. Screen 7? Display 7 meine ich. Ah, okay. Alter, hättest du da bei dir gerade 7 Bildschirme stehen? Das wäre. Tatsächlich habe ich da nur 8 stehen. Ah, okay, gut. Ganz normal. Hatte schon Sorgen, dass du 7 da stehen hast. Hey, ungerade Anzahl, ist Quatsch. Ja. So, ja, das sollte ja einigermaßen passen. Chat ist eigentlich komplett am Enden, aber ey. Breite 400, let's go. Ah, perfekt. So, ja, dann lasst uns loslegen, ne? Oh. Multiplayer. Genau. Multiplayer. Kannst du halt aufmachen. Join a Multiplayer Game, dann mach mal auf, du. Okay. Exit. Multiplayer. Venture. Ups. Go. Ich bin connected. Wie heißt denn dein Game? Warte, doch noch nicht. Nein, ich möchte 2 Maximum Number. Enter Name. Kannst deine ID egal geben, oder? So, jetzt ist einer. Sadrian. Jetzt ist ein Raum. Ja, Sadrian. Okay, Passwort? 1, 2, 3. Er hat's onstream gesagt. Ja, okay. Ich bin aber eh der Master. Hier kann man nur zu zweit spielen, oder wie? Ich hätte auch zu viert einstellen können. Ah, einstellen. Ich habe jetzt nur zu zweit eingestellt. Gut. Ich habe absolut keine Ahnung. Team Selection. Direct the character that you want to use in this game. Some attacks can only target front, back or middle units. Ah, okay, die Sache gibt's auch. Ja. Es gibt halt Karten, die nur entweder vorne, Mitte oder hinten. Ich glaube, ich würde Andrin nehmen, weil der einfach sich die meisten Buchstaben mit meinem Namen teilt. Normalerweise sind auch die Haupthelden die ganz linken. Das sind so die Standardhelden. Ja, die nehme ich doch. Wo muss ich den hindragen? In eine Reihe und da musst du dich dann erstmal. Ich kann halt so machen als Beispiel. Dann kannst du bei. Hä? Dann auch so machen. Ich kann anklicken. Jetzt kannst du den gerade in die zweite Reihe oder in die vierte Reihe. Das, was du gemacht hast, kann ich gar nicht machen. Ja, das kann ich ja als Ersteller. Ja, ich würde, glaube ich, eher nach hinten wollen. Oder? Oder wie sind das am besten so? Also standardmäßig, ich kann mir ja mal kurz alle geben, ist das so, wenn du startest. Ah. Ne? Aha. Ja. Ach so, ich hätte die selber jetzt draggen können, oder was? Nee. Ja, da rein, jetzt kannst du dir irgendeinen aussuchen, den du da rein draggst. Okay. Aber dann spiele ich nur den quasi. Die Person, die ich dir halt gebe. Zum Beispiel jetzt hättest du einen Magier. Ach, ich kann die beiden spielen. Ach so, ich kann 2 spielen. Du kannst so viele spielen, wie ich dir gebe. Ich könnte dir alle 4 geben.
Ja, pass auf, dann, ich weiß nicht, was du möchtest, aber ich glaube, Warrior und Scout würde ich jetzt erstmal ausprobieren wollen, die beiden. Okay. Dann nehme ich Front und ja genau, ah, jetzt check ich so und so. Dann spiele ich mal die beiden Keks, den Frontliner und den Scout. So, ich bin ready. Dann begin Adventure. Okay, den und da kommt die Story. Started on the princess's 16th birthday. Erupted from the princess's chamber and swept through the kingdom of Senenthia. Senenthia. The royal guards explored every corner of the castle. The princess is in another castle. Ja. Or Lord Hanshek, the court magician. The king sent soldiers all over the kingdom. None of them returned. Sage. The trail of the princess was lost, deep in the old forest. Near the ancient obelisk that had been dormant for centuries. Desperate, the king proclaimed a royal decree, announcing a reward for whoever brought the princess home safely. The news spread quickly throughout the kingdom. Many groups of adventurers prepared to investigate the obelisk. This is the story of one of those groups. Cool. Ja. Ziemlich simpel und basic, aber trotzdem sehr effektiv. Ach du Scheiße. Das ist jetzt die Overmap. Ah, okay. Okay, ja, ja. Mhm. Map Legend steht unten links, kann ich mit I öffnen. Nee, da kannst du drüber hauen. Ah ja. Okay. The Region Boss, der ist natürlich ganz rechts hier oben, wie man ihn sehen kann. Schön rot leuchtend. Ja. Oh. Gibt's noch Event? Dieses, so ein Buch. Und eine Menge Kämpfe, ein bisschen Stuff, Karte und so ein Was ist Karte? Map Transition. Was heißt denn das? Teleport. Dass du ins nächste Gebiet gehst. Ah. Artikel-Shop. Ah ja, wir können jetzt mal shoppen, oder was? Ja, wir können jetzt erstmal. Jetzt kannst du ja mal da draufklicken, dann siehst du, dass du dahin möchtest im Grunde. Okay, muss kurz drüber hovern. Also, wir sind in Magnus, ne? Level 1, 100 HP, 0 von 160 irgendwas, 15 Karten. 82 HP, Andrin, 15 Karten. Evelyn, 63 HP und 67 HP, Reginald. Geil. Wir haben uns jetzt zusammengeschlossen, um die Tochter des Königs zu finden, Junge. Wenn Mario es nicht geschissen kriegt, dann müssen wir es halt machen. Ja. So, wir können jetzt in eine Stadt gehen. So, da ist jetzt dein Punkt, wie du siehst. Mhm. Du möchtest dahin, jetzt kann ich auch dazu drücken und dann gehen wir dahin. Sonst ist das halt immer eine 50-50 Chance, als Beispiel. Town Actions, you can craft new cards for your decks, upgrade any cards that you have and buy equipment for your hero. Also Shop, basically. You will also be able to claim rewards from previous games. Ja. Okay. Magic Forge, Church, Remove Cards from the Decks. Ich denke mal, das geht auch nur einmalig, oder? Pro Dorf? Nee. Das kannst du unendlich. Bis du 15 Karten nur noch hast. Achso, ich muss immer 15 mindestens 15 haben. Ja, du kannst nicht weniger als 15 haben. Aber da ist ja Optimization ja dann ziemlich easy, oder nicht? Boah. In anderen Städten kostet es Geld. Ach so, hier ist gerade noch umsonst. Okay. Ja, ich glaube, bei dir ist es jetzt gerade noch umsonst. Bei mir ist es auch noch in der zweiten Stadt umsonst, weil ich halt schon so viel gespielt habe. Buy equipment for your heroes. Aha. Alter, upgrade your cards and transform. Okay, erstmal Karten angucken. Wo ist denn unser Deck? Kann ich. Ah, hier. Einfach draufklicken, ja. Defend, Fast Strike. Dann haben wir noch Enrage. Zieh eine Karte, krieg Energie. Barricade kostet 2, aber macht mehr Schild. Nee, macht wenig Schild. Ach, alle Heroes. Ah, okay, alle das ist geil. Heroes. Dann haben wir Captain's Fool. All Monsters geben eine Schwäche und eine Verlangsamung. Geil, geil. Wird aber gewanished, die Karte. Ah, das zeigt dieses Symbol hier an, gell? Wenn die Karte verbrannt ist, dann ist vanish. Null Mana, das ist schon mal geil. So, dann haben wir Enrich hatten wir schon. Intercept ist auch 0. Grant 5 auf dem Hero. Kann man das auf irgendeinen Hero setzen oder nur auf dem eigenen? Wenn der Hero steht, dann kannst du das auf irgendjemanden setzen. Aber hier steht Self. Okay, genau. Self ist eigene Sache und Hero ist auf irgendjemanden aber von uns. Aber Hero wäre jetzt nur, dass du den bei Expert Tracker, dass du dem nur das Inspire gibst. Du guckst trotzdem auf deine 5 Karten.
Ja, ja, ich meine Equipment. Also ich gebe dem 5 Equipment. 5 Equipment? Nee, du schaust auf seine Karten. Du schaust in den Kartenpile und tust davon alle Karten raus, die du raustun möchtest. Beziehungsweise tut das dann der andere. Wenn du das auf mich machst, Expert Tracker, dann darf ich mir 5 Karten, dann werden meine obersten 5 aus dem Deck geholt und da kann ich aussuchen, nö, die möchte ich nicht, die möchte ich nicht, die möchte ich nicht. Na, ich rede jetzt von dem Intercept, also von der Karte. Ach. Vom Magnus. Magnus, Intercept. Der grantet 5 auf dem ja. Hero. Ja, ja, 5. So, Block. Rant, 5 Damage und 8 Blutung, geil, also 8 Runden lang 1 HP. Nee, Lost nee. HP nee. Per Charge. Nein. Ah ja, Vergiftung, okay. In der ersten Runde 8, dann 7, ja, dann 6. Ja, ist wie das Gift von Slay, gut. Aber immer am Anfang der Runde, es gibt auch noch Gift, was am Ende der Runde... Ah, okay, Anfang der Runde ist natürlich geil, dann kann er quasi nicht mehr angreifen, erstmal, wenn er ja. stirbt. Okay, 9 Damage, gut, das scheint nicht Standard zu sein. Okay, das ist auch interessant. Dann Andrin, der hat erstmal Fett-Adrenalin-Buff, Junge, aber auch nur einmal pro Duell anscheinend. Einmal pro Kampf, weil es banisht sich. Banish. Suffer 1. Außer du upgradest es. Gain 2. Suffer ist Gain 1 less energy per charge at the start of the turn. Ah, okay, nächste Runde. Das heißt, ich kann mir jetzt einen Energieboost geben und habe nächste Runde dafür weniger. Ja. Gut. Ich brauche auch anscheinend viel Energie. 2 für einen Schuss, aber dafür einen 14er Schuss und ein schöner Snipe. Deflect. Eine Karte ziehen, 4 Shield, geil. Jetzt kommt die Karte. Ja, ah, das meintest du. Also, draw one extra per charge at the start of the turn, then remove all charges, look 5. Discard in. Ich kann also damit quasi das in die Hand eines anderen gucken und discarden. Nee. Du kannst zum Beispiel auf Evelyn draufdrücken, dann werden 5 Karten, die obersten 5 Karten von Evelyns Deck gezeigt und Evelyn kann dann aussuchen, die 5. Davon tue ich 2, 3 und 4 weg. Ah, okay. Nice. Und ich krieg dann halt eine extra Karte. Cool. Ne, weil Grand One Inspire. Apply Tree Mark. Damage taken 1 plus per charge. Grants 1 step. Okay, Also das ist quasi Bonus Damage einfach. Ja. Also ich gebe dem Gegner eine Markierung und dann kriegt er von mir halt mehr Damage. Und er kann nicht unsichtbar werden. Ah ja, und remove sogar Stealth. Ja. Also, aber kriegt er dann von jedem mehr Damage oder nur vom ersten, der ihn hittet oder nur vom. Von jedem. Oha. Ah, remove one charge when this happens. Okay. Melee Attack 10, apply 2 Blutungen und 1 Verlangsamung. Geil. Das gleiche hier nochmal und Slice. Ach, das ist der normale Angriff. Okay. Melee Attack, Punkt. Lull. Ja, nice. Dann haben wir Evelyn. Die ist natürlich Magierin. Hier erstmal Feuer. Deal 3 Feuer Damage. Aber 0. Okay, das kostet nichts. Das ist geil. Ja. Dann haben wir Charge Battery, das heißt 2 Spark. 2 Blitzschaden und 2 Spark. Spark macht den Blitzschaden Links- und Rechtsschaden. Ah ja, nice. Und ein Energy. Ja. Magierin sieht bis jetzt von den Karten her ziemlich nice aus. Dann gibt es hier einen Frostbolt. Elemental Ward, natürlich irgendein Defense Spell muss sein. Insulate, Fire Code and Lightning Resistance plus 30. Ja moin. Frostbolt, Mana Gem. Aber der burnt, okay. Jetzt haben wir hier Energize und eine Karte. Kostet aber auch 2. Also eigentlich nur eine Karte ziehen quasi, weil du zahlst 2 und kriegst 2. Und wenn du es upgradest, ist es wahrscheinlich geiler. Nächste Runde kriegst du 2. Ach, Energize ist nächste Runde. Ah. Ja. Okay, das ist ein interessanter Charakter. Dann haben wir noch Reginald. Aber ich kann das auf jeden geben. Also ich kann dir das auch geben. Hero. Okay, ja. Nice. Nicht self. Elemental Ward auch. Crazy. Ach, damit kannst du jemand Shield geben und Insulate. Ah, nee, nicht Shield. Game One Block, also so Granting Shield. Nächste Runde. Nächste Runde kriegst du den Shield. Ein anhaltendes. Nee, du kriegst diesen Shield, das ist nicht Block. Block ist initial. Wenn du dann Schaden bekommst. Zur nächste Runde, yo, einfach zusätzlich drauf. Ja. Nächste Runde kriegst du 6 Block. Und dann Insulate. Genau, okay, das ist cool. Dann haben wir Reginald, der Barrier auf dem Hero. Sowohl Shield als auch Block, geil. Das ist sick. Absoluter Support. Heal 17. Ja, moin. Das sieht jetzt ziemlich OP aus, aber ich glaube, dass es das gar nicht ist.
Fürs Early Game ist es ziemlich stark, aber du wirst im Late Game sehen, es gibt Leute, die das einfach, die lachen darüber. Healing Rain, Holy Smite, the Holy Smite. I Holy Smite you. 2 Bless Damage done and heal received 1 to charge. Oh, Psych. Okay, ja, der ist ziemlich easy und Foresight. Oh. Oh. Ah ne, das hier ist noch ein bisschen was. Divine Grace. Dispel 2 is remove X curses. Mhm, anhand des Dispels, also 2 in dem Fall. Nee. Das heilt je nachdem wie viele Handkarten ich habe. Nein, Dispel. Achso, Dispel 2, ja. Dispel 2 removed X curses und ja, Heal ist dann curses. Anhand der Handkarten. Ja. Ah. Und Grand Tree Blessing. Ach du Scheiße, da gibt's noch Level und Trades. Ja gut, kann man hier mal kurz durchlesen, wer Bock hat. Das lese ich jetzt nicht alles. Zumindest noch nicht. Nee, das schaffen wir aber auch. Wir schaffen es auf Level 5 locker. A random hero gains 1 Inspire, Speed, Resistance, All Heroes Recover, bla, Character Sheet. Ja, mein Gott, Stats halt. Sind alle fast gleich am Anfang. Ne, ein paar minimale Unterschiede, wo es so in der Richtung... Perks! Ja, moin, Digga. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz ausgeklügeltes System hier. Ja. Okay. Ja, tschüss. So, was macht man jetzt am besten? So, unten links kannst du dir halt Karten craften, rein theoretisch. Hm. Falls du welche hast, die du möchtest. Können wir jederzeit wieder zurück oder ist es so ein Straightforward-Ding? Das ist ein Straightforward, aber ja, du hast nach jedem Levelwechsel hast du eine Stadt. Das heißt, wir müssen ja jetzt quasi irgendwas machen, theoretisch. Nicht unbedingt, aber wir können was machen. Aber es wäre sinnvoll, was zu machen. Es wäre sinnvoll, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel Shards du hast. 150. Genau deswegen. Es ist halt schwierig zu beginnen, was zu machen. Achso, ich habe keine Ahnung, was die Preise sind. Ja, okay. 30 ist das niedrigste. Und das auch mit allen Upgrades, die ich habe. Also ich kann ja eh nur für mich kaufen, stimmt. Ja, ich kann jetzt hier diese, ja. 100, diese 60er-Karten kaufen, aber die sind ja alle im Much eigentlich. Das ist ja quasi das gleiche, was ich schon im Deck habe. Und das, oder du gehst zum Altar, also dem in der Mitte, und verbesserst deine Karten. Das geht auch. Ja, aber das ist auch Waste, glaube ich. Oder? Teilweise. Oh, ja, Obwohl man sagen muss, zum Beispiel Slice bei Andrin ist ziemlich gut, das kostet dann 0. Slice für 0 ist gar nicht so bad, also generell 0 ist nicht... Aber das ist dann schwächer auch. Es ist dann schwächer, aber du darfst nicht vergessen, du hast immer nur 3 Mana pro Runde. Warte mal, also einmal 9 oder 2x6 und immer noch Mana übrig haben, ist ja immer noch besser. Deshalb. Könnte die Slices jetzt schon upgraden, oder? Aber es macht eigentlich. Weiß ich nicht, ob es Sinn macht. Es kann ein Reflect. Mehr Block. Oder. Achso, das kann ich gar nicht upgraden. Ich kann nur Slice upgraden bis jetzt. Und den Aimshot. Ja, Aim-Shot. Weil die anderen Sachen zu teuer sind. Wow, Aimshot. Okay, ich kann aber Aimshot günstiger machen um einen. Dafür macht 6 weniger Damage. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht worth. Wait, dann könnte ich, warte mal, ich kann 1 und Preis von 2 schießen, dann sind es 2 Damage mehr. Dann kann ich aber auch gleich 2 Damage mehr machen. Wow. Na gut, aber dann hat man die Flexibilität, ne, auf 1 Mana als auf 2. Slice auf 0 wäre, glaube ich, schon praktisch. Aber ich spare einfach mal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal schon weiter. Jo, ready, Digga, ready. Oder wir gehen zur Armory. Town Upgrade. Je nachdem, wie viel Gold du hast. Man kann Town-Upgrades kaufen, okay. Ja, und dann ist das für permanent. Deshalb habe ich ja schon diese... Ich habe 750 gerade. Das kostet diese Charts. Kisten, oder was? Supplies? Ja. Okay, dann kann ich mir ja gar nichts kaufen, ich habe noch keine Supplies. Ich habe zum Beispiel gerade 136. Ich könnte jetzt alle verkaufen für 100.000 oder so. Warte. Aber wieso wird mir angezeigt, dass ich das upgraden könnte? Also ich könnte jetzt auf Accept drücken, aber ich habe ja keine Supplies. Also würde das ja nicht gehen, oder? Eigentlich nicht. Nee, geht nicht. Gut, dann... Also removing... Oh, okay. Sorry. Alles gut. Okay. So, und jetzt können wir uns aussuchen, welchen Weg wir gehen.
Ja, dann führe uns mal an. Und diese Ausrufezeichen sind immer Charaktere, die du freischalten kannst. Da bekommst du dann jeweils immer eine Quest, zum Beispiel bei dem Wizard da unten nach den Brücken, da bekommst du eine Quest, wo du in ein bestimmtes Gebiet musst und da. Also den Charakter zum Beispiel heißt, ich kann ihn irgendwann nochmal, ich kann ihn auch selber spielen. Ja. Der hat dann eigene Decks. Alle diese ganzen Karten auf der Karte sind eigene Charaktere, die auch eigene Karten und eigene Decks mitbringen. Okay, oben ist eine Echse, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Was ist der da drunter? Das ist ein Roboter, das ist ein Tank. Okay, dann haben wir diesen komischen blinden Mönch. Lee Sin im Alter. Der ist ein Feuermagier. Okay, und der Schwein ist wahrscheinlich ein Healer. Ja, das ist ein Healer. Ah, und dann ist der Raptor da oben ist wahrscheinlich ein Scout. Ja, der ist ein Scoundrel, der ist halt auf Nahkampfangriffe. Ah, ist Scout, also nicht Scoundrel. Okay. Ja. Also, er ist ein Scoundrel, aber kein Scout. Ja. Okay, was will ich denn freischalten? Ich finde den Scoundrel ganz interessant. Wollen wir oben rumgehen? Können wir machen. Ich würde den gerne freischalten, glaube ich. Dann gehen wir mal zum Western Farmland, Alter. Und jetzt machen wir unseren ersten Kampf. Ja, moin. Dann wirst du's mal sehen. Yeet! Lädst bei dir gerade auch? Ja. Gut. Rein in die Olga, Junge. Okay, erstmal gucken. Das sind so Kastanienmännchen. Corny, Alter. Ich bin auch richtig corny auf die, Alter. Nebenbei kann ich jetzt auch einfach auf irgendwelche Karten draufdrücken. Denn... hast du da meinen Face? Okay, dass der Scout der schnellste ist, dachte ich mir fast schon. Also ich, dann der Krieger, dann der Healer, dann die Olle und dann kommen die anderen drei Keks. Die Zahlen sind die Speed wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, Initiative. Lol, ich hab Taunts. Ja, stimmt, man kann ja mit random Leuten spielen, da muss man ja auch sagen, worauf man Bock hat, ne? Deshalb, dann kann ich nämlich so einfach draufdrücken. Ah, aber wieso kann ich nur vom Wolf Dings machen? Weil der vordere ist, ne? Ich weiß es nicht. Also ich kann ja nicht von dem anderen gerade die Emotes machen. Du kannst einmal da drauf drücken auf den Wolf, auf das Face. Ah, okay. Dann wechselt er. Ja, dann bleibe ich mal der Keck. Ich sehe einfach aus wie Robin Hood. Das ist, glaube ich, Absicht so. Okay, Healing! Okay. Ich bin ja der Erste. Das heißt, ich glaube, ich könnte ja Hunter's Mark machen direkt. Ja. Ich kann mir mein Deck noch anschauen, ne? Lady Spire-Style. Ich glaube, das mache ich und danach. Und du hast unten rechts auch schon ein Item, ne? Da hast du nicht drauf geachtet. Ah ja. Die hat nämlich ein Start-Item. Ah ja, das wurde ja angezeigt, stimmt, beim Equipment. Ja. Ich habe Speed plus 1, wow. Ach, hier stehen sogar die Upgrades theoretisch. All Resistance plus 6, Speed plus 1, All Resistance plus 3, Speed plus 1, okay. Cool. Ja, ich würde sagen, Hunter's Mark? Wenn ich ihn damage, wird alles Mark weggenommen oder nur eins von drei? Es wird gar kein Mark weggenommen, wie du da drauf, wenn du darüber hoverst, siehst du, dass das nur weggeht, at the end of the turn. Oh, das oder wenn er halt, Stealth hatte, verliert es von Anfang an ein. Genau, dann mache ich mal einmal Apply und dann Rupture mit Blutungsdamage. Ich glaube, das ist ganz geil. Aber dann musst du das auf den vordersten machen, weil Rupture ist Front. Front Monster, ja, aber ist okay. Mach mal Front Monster. Ja. Zack und dauert gerade oder darf ich jetzt? Ah, der macht automatisch vor, das ist Monster. Okay, ich muss es gar nicht. Ja. Ah, okay. Nice. Und ich habe einen Slice Mana übrig. Ach, hat man nicht drei Mana, sondern vier? Ja, anscheinend haben wir mit einem Mana begonnen. Keine Ahnung warum. Ah, hier unten sieht man es, wir haben einen Bonus-Mana. Du hast sogar drei Bonus-Mana auf den Healer. What the fuck? Jetzt schon. Ja. Okay, das ist die Mana, okay. Das sind unsere Bonis, ich habe Speed und der hat mehr Rüstung. Beziehungsweise, nee, Slashing, Piercing, Blunt and Resistance 30. Ah, Nahkampf Resistance, okay. Ja, dann Endturn. Dann bin ich nochmal dran. Mit dem anderen Keck. Okay. Ich glaube, man weiß ja nicht, was die machen, ne? Wir sehen ja nur Karten. Heißt es, dass die angreifen oder dass die Effekte machen? Oder wissen wir es einfach nicht? Wir wissen es nicht. Okay. Ich glaube, dann mache ich mal Barricade auf alle Heroes. Zur Sicherheit. Ja. Und natürlich Captain Fowl. Ich kann noch, ja, Captain Fowls auf jeden Fall. Klar, dann sind die nochmal ein bisschen langsamer. Ja, wie gesagt, All Hero Barricade. Ich habe auch wieder mehr Mana, hä? Okay, interessant. Ja, das Grüne ist, was du am Anfang der Runde bekommst. Genau, und die Gelben, aber ich hatte ja vorhin nur ein Gelbes, jetzt habe ich drei gehabt anscheinend. Ja, weil du gerade, vier sogar, weil du gerade drei Mana bekommen hast, weil deine Runde angefangen hat. Das ist so wie bei Legends of Runeterra, okay. Ja, meiner hat jetzt gerade drei Mana und jetzt gleich, wenn er dran ist, hat er sechs. Du bekommst immer drei Mana, aber du savest sogar Mana. Ja. Das wusste ich nicht, okay. Du savest Mana über die Runden hinweg.
Also wir haben automatisch also, Mana-Save. Ja, das ist natürlich also, eine wichtige Sache. Also wenn du jetzt wüsstest, oh, die greifen uns nicht an, dann könntest du die beiden Intercepts einfach machen. Genau, dann könnte ich einfach Mana-Saven. Ja. Hm. Ja, was machen wir denn? Ich meine, ich könnte jetzt... Ja, ich kann ja erstmal alles ausgeben und schauen, was passiert. Ah ja, Grand Hero. Ich glaube, ich schütze mal unseren Heiler, weil ich es kann. Heiler schützen ist immer sehr wichtig als Paladin oder als Frontliner. So, let's go. Wann darfst du mal loslegen mit deinem Millionen Mana? Dann mal schauen, was die machen. Ah, ach so, das machst du. Du schaust nicht in deinen Deck, sondern auf deren Karten. Ja. Perfekt. Front Hero 9, das habe ich schon. Beide greifen dich für 9 an. Perfekt. Ja, da habe ich mich doch gut geschützt. So. Der ist und schon. Den töte ich mal. Alter, holy smite einfach. Weggesmited. So. Geweggesmited? Ja, richtig weggesmited einfach. Nein, geweggesmited. Geweggesmited. So. Machen wir dem mal. Machen wir dem nochmal. Würde es dann nicht sogar Sinn machen, wenn. Mal. Und ich geb dir. Also der Reginald muss auf jeden Fall schneller werden, glaube ich. Weil wenn der reingucken kann in die Karten, dann können wir ja schon mal komplett planen, was wir machen wollen, ne? Und wen wir schützen und ja. So. Okay. Der kann 3 Runden lang. Jetzt gerade hat er ja noch 2, die nächsten 2 Karten werden revealed. Jetzt gerade würde er 3 Random Heroes X schauen machen. Ja. Repeat 2. Random Hero, okay. Gut, dann 40 Leben hat der noch. Ich habe wie viel Energie? 5. Ja, ich habe dir gerade 2 gegeben. Okay. Ach, das geht auch, oder wie? Ja, ich habe ja dieses, diesen Zauber da gesetzt. Transmission. Macht der Extract Tracker Sinn? Und höchstens auf irgendjemand anderen. Du hast gerade keine Draw-Karte. Also wenn entweder dann auf Magnus, auf Reginald oder auf Evelyn. Ja, also sprich auf jemanden, der halt nächste Runde oder der als nächstes ziehen würde, ne? Ja. Jemanden, der vor dem Korn ziehen würde. Ja, da der gleich tot ist, mach ich jetzt einfach mal Adrenaline. Ja. Und ich glaube, ich snipe den komplett aus dem Leben. Die Karten musst du auch nur ziehen, die brauchst du nicht auf ihn zu ziehen, weil er ist der einzige Gegner. Ja. Und ich kill den komplett weg. By the way, kannst du das auch mit 1, 2, 3 und so auf der Tastatur machen. Ah, okay. Jetzt kannst du dir Karten aussuchen. Einige davon sind verbessert, die blauen und die gelben, davon haben wir gerade keine. Genau, blau ist normal verbessert und gelb ist richtig geil verbessert. Nee, beides ist gleich, beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Ach so. Aber lila hat beides. Vor- und Nachteile. Hat beide Vorteile von beiden, aber vanished dafür nach einem Use. Also lila ist so richtig auf Crack. Ja, lila ist richtig Crack. Bladestorm, Junge. 2 Powerful, Damage and Heal dann für Charge. Warpaint. Klingt witzig. Und hier nochmal Sweeping Set 13 und Target Size nochmal 5. Oida. Ich glaube, das nehme ich. Für 2 Energy ist das, glaube ich, ziemlich nice. Let's go. Dann Dual Strike ist einmal Nah- und einmal Fernkampf. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen Nah- und Fernkampf? Es gibt verschiedene Stats. Fähigkeiten. Nee, Fähigkeiten. Ja. Okay. Es gibt auch Fähigkeiten, die halt entweder. Zum Beispiel unten steht ja auch Melee Attack. Der Dual Strike ist eine Melee Attack, macht aber halt beide Schadensarten und für beide gibt es natürlich auch eine Resistenz. Okay. Das kann also sein, dass wenn der 6-6 da steht, an dem einen Monster 4-3 und an dem anderen Monster 6-0 macht. Viper Strike. Geiles Artwork auf jeden Fall. Boah, irgendwie finde ich die Karten alle kacke. Dann kannst du rechts daneben 30 Gems nehmen. Ja, ich glaube, ich gönne mir die Gems. Du gönn mir die nämlich auch bei Evelyn. Weil irgendwie spricht mich da jetzt keiner gerade an. Also der Scout, den will ich eigentlich eher schon so, der soll so Schwächen verteilen und eher so snipen, finde ich. Und der Frontliner soll Frontline und Damage machen. Nahkampf-Damage und dann machst du den Rest. Healing und Damage. So, okay, dann gehen wir Props oben on rum, fire. Oder? Ich will ja diesen komischen Keck freischalten. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Ah! Es gibt bei allen Events gibt's irgendwelche verschiedenen und unten in der Mitte siehst du 3 Hidden Options. Aha. Wenn du mit anderen Charakteren, mit mehr Shards, mit mehr Gold hingehst, können auch andere Möglichkeiten da sein. Zum Beispiel bei Crops on Fire, da ist ein Imp.
Okay, Moment. Ja. Bei mir wird es erst erklärt, glaube ich, noch. Event Roll. Some options will force you to roll in order to determine the result of the action. Each character will use the cards from their own deck. Aha. Crops on fire. Near the farm, you came across a burned field and a burning house. In front of the house, there was a fire imp causing fires next to some burning cornies. Even half burned, the house may contain something valuable, but you have to deal with the fire imp and cornies first. You can deal with the imp and investigate the house or ignore them. Also, jetzt können wir uns entscheiden. Wir fighten die, wir stealthen vorbei. Wir stealthen und attackieren die bei Surprise. Oder die Evelyn macht einen Cold Spell to scare the imp. Oder wir sneaken einfach weg wie so richtige Hundesöhne. Und das, worauf ich gerade hinaus wollte, der Feuermagier zum Beispiel könnte den Imp einfach wegbeschwören. Das ist zum Beispiel eine Hidden Option. Dafür musst du auch eine Cold Spell Card weg, also aus dem Deck raus. Du hast deine Deckkarten, ja. Oder ich habe meine Deckkarten, und davon muss ich einen Cold Spell ziehen. Da habe ich eine 27% Chance, wie du rechts daneben siehst, wenn du über den Würfel hoverst. Ah, aber die Karte verlierst du nicht, sondern es ist einfach nur Luck. Ja, es ist Luck. Und was ist hier? Es ist halt einfach eine 27% Chance. 5 or lower, result are added up. Ja, alle vier Leute ziehen eine Karte und das wird addiert. Wenn das aber was wird davon addiert? Ist. Die Mana? Der Damage? Die Mana-Stufe. Also, ja, also dass wir 5 Mana zusammen haben, ist relativ wahrscheinlich. 3 Mana ist auf jeden Fall, also schon sehr wahrscheinlich. Oder eine Spellcard. 7, boah. Ja, also ich würde natürlich erstmal für die höchste Wahrscheinlichkeit gehen. Oh. Ja. Nein, das wär's nie. Du kannst ja darüber hovern und du siehst, also 5 or lower ist sogar sehr schwer zu beginnen. Ja, das ist tatsächlich sehr schwer. 78? Weil wir haben ein paar Nuller, gell, deswegen. Genau deswegen. Ja, oder wir greifen die einfach an. Können wir auch. Mir ist es egal. Ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen Damage wahrscheinlich. Nicht unbedingt. Ich kann ja auch den Damage wieder wegheilen, ne? Ja, lass einfach kämpfen, ne? Wir sind halt eine Hero-Gruppe. Let's go, Junge. Without hesitation gehen wir rein, Junge. Und Mädel. Ja. Was für Schwachmaten, ey. Da, die brennen sogar. Easy. Also. Deflect auf mich selbst. Ich ziehe eine Karte und 4 Block. Let's go. Das geht immer. So. Dann. Wollen wir den Imp wegmachen? Der ist wahrscheinlich der gefährlichere von beiden, oder? Von den beiden. Der ist der gefährlichste. Dann snipe ich den, glaube ich, mal weg, aber erst mache ich mal. Das Problem ist halt, dass du durch Slice halt nur Frontmonster angreifen kannst. Ja, deswegen mache ich einfach. Genauso wie Magnus auch fast nur Front angreifen kann. Ja, der kann nur Front angreifen. Ja, aber ich habe 2 Aim Shots, dann kill ich den und mache ich einfach schon mal 28 Damage auf den Cake. Oder. Ja, doch, Rainer. Oh, kriegt einen Damage weniger. Ja. Wegen seiner Armor. Wenn du drüber hoverst, siehst du oben links, was für Resistenzen der 10% hat. 10%, also, der würde jetzt zum Beispiel mehr Schaden von dem Schwert bekommen. Ja, aber da komme ich nicht ran. Ja, ich sag nur. Feuerresistenz, aber er hat eine Frostschwäche. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil du hattest ja gerade bei Dual Strike gefragt gehabt. Ja. Das hätte jetzt quasi einmal 10% weniger und einmal 10% mehr Schaden gemacht. Ja. Okay. Sehr wahrscheinlich dann 5 und 7. Ja, kommt aufs gleiche in dem Fall raus, aber ja, das ergibt Sinn, dass die Resistenz. Okay. Oh, der ist sogar vor unserem Healer dran, aber es ist eigentlich gut. Mein Healer vor den Gegnern ist immer ein bisschen komisch. Ja, das finde ich gerade auch sehr. Sehr dankbar eigentlich. Okay, dann ja, nächster Aim-Shot auf den und weg die Sau. Bam, Junge. Ja, Adrenaline brauche ich nicht. So. Magnus, Alter, Magnus. Okay, let's go. Wir wissen ja nicht, was die machen. Ja, gerade noch gesagt, der Healer sollte vor den Gegnern sein, aber ja gut, also es halt immer, kommt immer drauf an, ne? Beim Healen sollte er nach den Gegnern sein, aber beim Anschauen davor. Okay, pass auf, ich mache erstmal Barricade. This is my main goal, alle beschützen. Dann gebe ich dem Healer, oder ihr vielleicht sogar. Ich gebe ihr mal ein bisschen Shield. Dann renne ich noch einmal rein. Let's go! Schlitz! Lernen eigentlich für ein Equipment. Ah, fuck. Deswegen hatte ich gerade so viel Mana. Ah, du hast ein richtig fettes Equipment, ha? Huh? Nein, deiner. A random hero gains one inspire. Oh, lol. Ah, ne, das ist nicht mal Mana.
Das ist Karte. Eine Karte drawn. Aber naja. So. Flash. Vor allem ziehe ich dadurch auch noch eine Karte. Ah. Lass mal so. Und dann. So. Burn, baby, burn. Au. Oh. Oh. Burn, baby, burn. Ah, ich kann sogar signalisieren, welche Karte du spielen sollst. Ja. Okay, ich habe einmal nur irgendwas gedrückt, ne? Lass dich. Genau, kein Problem. Beim Lösen erstmal. Ich kann eh alle. Also. Ah ja, perfekt. Der burnt, der blutet eh weg. Geil. Dann gehen wir jetzt, versuchen wir jetzt auf den hinteren zu gehen. Ja, die Fleck geht immer. So. Nein, ich liebe die Fleck, diese Karte. Ja, Aimshot. Und Aimshot. Und was machst du so Schönes? Ja, wenn wir es schon können, dann let's go. Nein! Der hätte noch Schaden an dem Gegner gemacht. Sweeping Strike! Wutz! Okay. Intercept Damage. Ja. Yay, so. Unlocked. Unupgraded. Nee. Doch. Precise oben bei dir... Strike. Oh. Ja? Du hast so viele geupgradete. Guck mal bei mir. Kein einziger. Mhm. Deal 19 Hammer. Okay, Hammer ist anscheinend ein anderer Melee als Schwert. Okay. Was macht der Hammer? Der Hammer ist Blunt Damage im Grunde. Also halt Splash. Genau, nee, Blunt. Ist halt genauso ein Schadenswert wie Schwert oder Bogen. Nur halt mehr gegen Leute, die mehr Rüstung haben. Die haben halt weniger. Ah. Shield Bash 19 Front Monster only. Hm. Steel Skin. Ja. Oh, 3 Mana ist schon teuer, ey. Die liegt 19. Steel Skin, weil ich finde X-Karten am Anfang immer, weiß ich nicht, kann ich immer nicht so einschätzen, deswegen. Ich mach das hier. Hast du nicht mal eins, wovon du dieses X bekommen würdest? Ja. Okay, das ist schon mal gegen jedes Monster. Das ist gut, weil der will ja eigentlich snipen. Der will also jedes Monster erwischen. Small Beide. Weapon. Was sowohl links als auch rechts sind gegen ein normales Monster. Genau, was heißt denn Small Weapon in dem Fall? Small Weapon ist auch ein Type von Karte, würde ich es jetzt mal nennen. Aber ist jetzt... Es gibt zum Beispiel diese Echse, die du hast, die hat zum Beispiel Scaling mit Small Weapons und Scaling mit Melee Attacks. Ah, okay. Ah. Diese Fähigkeiten, die du ja freischalten kannst, da ist eine, die halt mit Melee, eine, die mit Small. Ich nehme mal die Softwood Knife. Rush into the house and try to get the chest out. Oder you don't want to get burned, Olivia. Wir können ja mal rein, oder? Wenn wir versagen, haben wir danach was Negatives, aber wir können es versuchen. Ja, let's go. Was für negativ. Oder höher. Ja, easy. Oh, 5. So, continue. Und eine Menge Gold und ein bisschen was anderes. Ja, Erfahrungspunkte. Ah ja. Ja, easy. So, und jetzt können wir... Jetzt kann ich aussuchen als erstes, was ich möchte. Ah, Belohnung ist aussuchen, okay. Ja, von Belohnung. Der Chest jetzt, die wir gerade geholt haben. Ja. Okay. Das ist das Einzige, was mir was bringt. Also. Was ist das denn? Ach, das bringt gar nichts, oder? Was? Burn Item? Items. Burn Item bringt gar nichts. Du kannst auch rechts, falls du gar kein Item möchtest, 50 Gold nehmen. Oh. Poison Darts. Gain 2 Powerful. 6 HP. Nebenbei, wenn du Rechtsklick auf eine Karte drückst, dann siehst du das. Ne? Ich würde dem anderen Keck dann die 6 HP geben.
Also du hast übersprungen, du wolltest also die Poison Darts nicht haben. Nein, ich wollte die nicht haben. Ja, habe ich doch gesagt, du wolltest die also nicht haben. Ja. Okay. Ich habe nur gelesen, aber ich wollte sie nicht haben. Ich habe Gold genommen und dann HP. War ja richtig, oder? Ja, du hättest auch die Poison Darts nehmen können. Ja, ich keine Ahnung, was die können, deswegen lieber mal... Ne? Deshalb war ich ja gerade am Erklären. Du kannst ja Rechtsklick drauf drücken. Ach so. Obelisk Corruption. The Obelisk influences corrupting the monster in this area. You can choose to fight them under the effects of corruption to increase the difficulty and gain additional rewards. Alle Monster kriegen 2 Speed oder und alle Heroes kriegen 2 Verlangsamung. Oh, jeder. Ja. Each hero will be able to remove one card for free from the deck. Reginald will get the divine inside card for free. Yo, what? 30 Smite, Junge? Und 7 Sanctify? Und Side 7. Alter. Das ist eine Single Card. Aber kostet. Ja. Wie bitte? Aber die kosten, ne? Die kostet 5. Ja, ja, egal. Aber dann müssen wir die linken Monster fighten dafür. Das ist ein Bauer dabei, Alter. Wir müssen die so oder so fighten. Wir können jetzt nur aussuchen, ob wir die Challenge annehmen, also die dann stärker. Ja, fighten, komm, oder? Let's go. Ja, und dann müssen wir uns aussuchen, was von den beiden wir wollen. Ja, aber erstmal muss ich accepten, ne? Nee. Achso, ich muss draufklicken auf die Karte. Ich dachte, ich muss hier. Okay. Ja, hä, warum nehmen wir nicht die Karte? Oder, also. Die kostet halt 5, ne? Also die müllt dein Deck eher zu, meinst du? Mhm. Ja, dann abweint. Was? Ja, dann das linke, oder? Wenn du eine Karte removen möchtest, können wir es machen. Hä, hey, ich kann ja gar... Nein, warte mal. Ich kann ja gar nicht entscheiden. Ich habe das jetzt gerade gar nicht verstanden. Ich konnte gar nicht entscheiden. Okay. Du konntest klicken. Okay. Okay. Ja, dann... Ja, du bist Reginald, also du musst wissen, ob dir die Karte was bringt oder nicht. Nee, mir bringt die Karte ja, nichts. Ja, dann das linke, ne? Wir müssen nicht, aber wir können. Also, wenn ja, du eine Karte also wäre schon geil. Da steht ja will be able, also wir müssen ja nicht. Also, wenn wir es nehmen, haben wir die Option, das zu tun. Okay. Der Bauer, Alter. 61. Okay. Ja, den snipe ich mal direkt raus, ne? Mit einem Hunter's Mark. Zack. Dann kommt der Bloody Knife. Zack. Und ein Aim Shot geht nicht mehr, aber ich kann noch einen Slice machen. Spitz. So. Roasted Round. Aua. Ja, stimmt, wir sind ja jetzt ein bisschen langsamer, oder? Ja, wir sind nicht vor den Gegnern dran. Ja, ist okay. Oh. Und die brennen nicht mehr. Das ist schlecht, der hat die gewässert, Alter. Lightning Damage Shaken plus 1, prevents one damage. Okay. Ja, Intercept. Den Healer. Wie viel habe ich noch? 4 Mana. Ja, dann kann ich alles ausgeben. Combust. Lul. So. Okay. Oh, cooles Game auf jeden Fall. Deshalb, ich hab mir schon gedacht, also. Das ist anfangs natürlich ein bisschen langweilig so, aber kommt man schon mal. Ja. So. Gott. Aber wenn wir es dann irgendwann mal so weit geschafft haben, dass wir entweder in Akt 3 oder Akt 4 sind. Dann wird es gefährlich. Ja, das glaube ich. Komm, machen wir mal dem. Bisschen Aua. Welcher ist bis als erstes dran? Noch Mann. Ah, ich kann hier ein Target aussehen. Cool. Healing, auch nicht. Ah, okay. Kommunikation ist halt besser als in League of Legends, muss man sagen. Ja. Man kann gut kommunizieren. Ja, tatsächlich. Also nonverbal einfach. Oh. So und so. Da, das bin ich, bin sauer. Okay. Reginald ist auch sauer. Ich hab nur Frontmon, ein Aimshot hab ich. Ja, komm, Suffering, let's go. Bam und. Dann rupturen wir den vorderen weg. Und slicen noch einmal rein, Junge.
Magnus, mein Sohn, All Monsters Fool. Dann Rent, Fast Strike. Schön rein jeeten. Ja, verblute du elendiges Stück. Boah, alte Aua. I need healing. Oh, healing. Stop putting heile dich doch schon. Ja. Wir sind ja aktuell full. Warte mal, heilst du allen um 17? Mm-mm. Ah nee, du hast was anderes gemacht. Ich hab aktuell nur eine. Also ein Heilkarten. Oh ja, Chillspark, Junge. Bam, bam. Und der blutet komplett weg gleich. Komm, kriegst du. Okay, der blutet weg, also kann ich ja den einfach wegschoppen, den vorderen. Bam. Wann blutet denn der? Am Anfang seiner Runde. Du kannst auch Deflect. Am Anfang seiner Runde. Ach, und nebenbei, oben in der Mitte ist so ein Meter, ne? Ja, ja. Weißt du schon, was das ist? Ja, je schneller wir sind, desto mehr Belohnung gibt's. Ja. Zum Beispiel jetzt gerade sind wir nur bei plus 30%. Ja, darf ich ihn eh gleich killen. Okay, aber das ist cool, die Karte vom Scout, die ich habe. Ja, dann weg mit ihm. Bam. Schieß. Haben wir gerade 5 Max XP bekommen oder 5 Healing? 5 Healing. Okay. Das ist wegen meinem Charakter. Der hat halt Bandagen, die am Ende der Runde angewandt werden, am Ende des Kampfes. Intimidate ist nice. Aber das bringt kaum was, weil ich ja nach mir selber, also ich, der Warrior ist erst nach meinem anderen dran und du machst, glaube ich, keinen physischen Schaden, oder? Also dauert es ewig, bis ich die Markierung und die Vulnerable auslöse. Also eine ganze Runde. Die Sache ist, Damage Taken ist das nur. Das ist nicht physischer Schaden. Achso. Also Mark geht für jeden Schaden und Vulnerable für Resistance. Auch all Resistances. Ja, auf jeden Fall, es hat Zeit. Es ist schon gar nicht so schlecht. Zeit ist nie verkehrt. Ein Punch für 0. Okay, das ist witzig. Ja. Aber Nuller Moves bei dem Großen weiß ich nicht. Also bis auf Intimidate sehe ich, also Nuller offensive Moves. Weil noch ein Intercept ist... Ja, nee, ich bin ja für Defense da. Noch ein Intercept ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann Dual Strike, Front Monster, scheiße. Ich dachte, das wäre vorhin nicht gegen Front Monster, dann wäre es gut gewesen. Aber es ist nur gegen Front Monster, das sagt ein bisschen. All Heroes can one speed, das ist cool. Kann auch sein, dass das letztes Mal, weil das war die blaue Variante. Ah, das ist nur Monster. Das ist gegen Monster. Kann auch das sein. Das ist nur Monster. Random Monster. Das war nämlich letztes Mal die blaue. Da habe ich ja so gesagt, du hast 5 blaue und ich habe nicht eine. Ich glaube, Song of the Le- aber bringt das was? Ein Speed auf jeden ist jetzt nicht viel, aber das kann man upgraden wahrscheinlich, ne? Ja, Rechtsklick draufdrücken, dann siehst du was. Charges do not stack, Speed plus 2 per Charge. Achso, das ist ein Fast, aber es gibt 2 Speed. Ja. Ah, okay, 2 Speed ist schon wieder besser als ein Speed. Eine Runde lang 2 Speed mehr. 2 und ich bin der Erste, das ist schon ziemlich geil eigentlich. Ja, komm. 2 Speed? Wenn man das upgradet, ich hätte upgraden anschauen sollen eigentlich vorher, aber es wird auf jeden Fall irgendwie besser, ist klar. So, jetzt können wir eine Karte removen. Ja. Ah, okay, ich kann jetzt eine wegmachen. Ja. Removen, okay. Ich glaube, dann nehme ich... Also die 4 Nuller sind geil, ich habe ja gerade eingenommen. Ich glaube, einen normalen Defend weg oder einen Strike weg. Machst du deine Magierin jetzt eher auf... Also du machst deine Magierin schon eher auf Damage, oder? Ja. Ja, weil dann würde ich vielleicht einen Strike wegnehmen, dann mache ich unseren Magnus auf Defense. Das ist auch so immer das, wie ich es spiele. Ja, Fast Strike weg. Schmutzkarte. Also ein Eldrin kann auch noch eine wegmachen. Okay, perfekt. Ja, der hat ein paar verschiedene Karten, ne? Adrenaline Deflect. Expert Tracker, Hunter's Mark, Slice. Ja, ich finde Slice schon... Ich glaube, es macht Sinn, den Aimshot doch auf 1 runterzusetzen. Und dann ist er schwächer, aber dann kann ich wenigstens
Also dann kann ich mehr snipen, weil nur den vorderen Angriff ist schon scheiße für meinen Sniper. Also ich glaube, dann nehme ich da auch einen Slice weg und upgrade später die Aimed Shots oder gehe halt so in Richtung Aimed Shots. Ja. Genau. Ja, dann machen wir einen Slice weg. Die normalen Standard-Strikes, ne? So wie in Slay the Spire auch. Einfach die Strikes wegmachen. Hier heißen sie Slice. Oder Fast Strike oder was auch immer. Ah, die heißen ja mal anders, genau. Okay, was hast du so Schönes gemacht? Ah, du hast noch nicht. Ich hab schon einen. Aber von Evelyn kann ich halt nicht. Achso, die hat bloß 15. Okay, und Reginald? Sehe ich gar nicht. Da habe ich einen von den Barrier rausgenommen. Achso, das sehe ich komischerweise noch nicht. Interessant. Okay, sind also bei mir ist nur zwei Barrier geupdated. Drin? So. Sind bei dir nicht nur zwei Barrier drin? Nee, aber oben stand, dass du noch eins hättest, das meine ich. Ah, okay. Und 16 Karten, aber egal. Vielleicht hattest du auch 17. Okay, dann können wir jetzt diesen Kick machen. Oder unten drunter. Ah, dann können wir beides machen? Ja, dann können wir beides machen. Jetzt habe ich schon drauf. Unten drunter ist einfach nur. Konfliktschlüssel, ja, scheiße. Ich habe nämlich schon. Ich dachte, man kann das zurücksetzen. When there is a disagreement between... Ja gut, jetzt haben wir es auch mal gezeigt. Also, Conflict Resolution. When there is a disagreement between players, a Conflict Resolution role is required to decide who wins. In the event of multiple ties, three, the winner will be chosen at random. Okay, Sunscript chooses. Lowest card, closest card to zero, highest card. Ja, genau. Okay. Wow. Ah, das wird so lange... Ah, okay, jetzt check ich's. Ja. Oh, wow. Scheiße. Jetzt gehen wir sofort zu deinem. Das wollte ich nicht, aber gut. Whispers in the shadow. You enter a nearby watermill. It seems empty at first glance, but then you hear a whisper directed at you. You aren't my prey. You are scaring them. Leave, please. But first I have an offer for you. If you happen to a very strong venom and give it to me, they will join your group after I finish this job. You can't see who it is, but the offer seems interesting. Was will der jetzt von uns? Ein starkes Gift. Ja, er will ein Gift von uns. Also wir sollen ein Gift für ihn holen und dann joint er uns. You would search for it if you get the chance. You ask for a clue where to start. That accent is definitely that of a lizard man. I've helped you try. Lizard man! Revi ist Lizard man, ich wusste es. Someone who doesn't show up when asking for a favor doesn't deserve your trust. Wow. Was wäre denn das mittlere? Das ist halt eine Interaktion, die er alleine machen kann. Beeinflusst das irgendwas? Das beeinflusst alles immer. Ja, aber ist ja, also ich meine, das mittlere ist jetzt quasi weder eine Zusage noch eine Absage. Das heißt, ich rede einfach nur weiter. Ja. Aber komme ich dann wieder zu dieser Option oder nicht? Sag ich nicht. Ach so, scheiße. Ja, nee, dann... Ja, akzeptieren. Komm. Okay. Quests kann man ja unendlich viele annehmen, ne? Sehr wurscht. Ja. Die werden aber ja nicht sauer. Aber wenn du zu viele annimmst und die nicht vervollständigst, dann bekommst du auch wieder ein Negativ in deinem Deck. Ah, okay. Ah, das erste Game, das das macht quasi. Ja. Voice in the Shadows. In my homeland, Aquafall Marsh, there is a cave full of spiders. Maybe there. Take this. The spines of my victims. It will help with your search. Alles klar, Digga. So. Jetzt können wir uns wieder eine Sache aussuchen. Boah, und jetzt kannst du nochmal rechtsklick zum Beispiel auf Slingshot draufdrücken, dann siehst du unten links die Karte. Auf was? Auf Slingshot? Ja, das ist die unten rechts. Unten das Item. Rechts. Hä? Bist du gerade nicht in einem Item-Bildschirm, wo du Items holen kannst? Ich bin im Item Reward, ja, da sind 6 Karten jetzt zu sehen. Ja, und die unten rechts, die Slingshot-Karten. Ja, was ist damit? Da einmal rechtsklick drauf. Rechtsklick. Nee, kann ich gerade nicht. Nicht? Okay. Ich kann die anderen rechtsklicken, ja. Den Club kann ich rechtsklicken. Den der Dark Patch, Poach, dann sieht man. Ah, die unteren drei. Nee, nur links, nur die beiden oberen linken. Also Mitte und links. Dann nehme ich mir erstmal auch ein Amulett. Leben. Ja, weil ich hätte jetzt auf dem hätte ich jetzt die Riss. Ah, jetzt kann ich. Ja, Slingshot. Hey, warum konnte ich jetzt bei 2 von 6 rechts klicken und bei den anderen nicht? Wahrscheinlich, weil du die schon kanntest oder so. Ja, keine Ahnung. Every turn. Cast Card Pebble Throw. Pebble Throw. Random Monster 4 Damage. Ah, das ist quasi so eine Machtkarte oder wie?
Ja. Ich spiele die aus und dann ab dem Zeitpunkt jede Runde werden... Du spielst sie nicht aus, du hast das als Item. Ach so, Runde, ich habe das als Item und dann wird jede Runde random 4 Damage gemacht. Ja. Geil. An irgendeiner Einheit wird dann random 4 Damage gemacht. Okay, aber ich glaube dem Tank, den gebe ich diese Resistance-Werte. Die wobei, nee, warte. Ach ja, er hat ja noch keine Armor. Genau. Ach so, man ersetzt dann die Items, wenn man schon eine hat. Ja. Ah, jetzt check ich's oben links, ist ja das Item-Symbol. Okay, das ist ein... Usable Items, nenne ich es jetzt einmal mal. Eine Accessory, genau. Eine Armor, eine Weapon. Ah ja, Club Damage plus One. Ja, ja, macht schon Sinn. Shuffle 2, Poison Dart. Okay, okay, jetzt kann ich drauf gehen. Poison Dart, Deal One Damage, Apply 2 Gift. Ja, okay, das könnte ich ja meinem Mage geben. Genau, hätte ich ja vorher machen können. Okay. Lockpicks. 2 Sharp. Slashing and Piercing Damage plus. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme aber die Resistance-Werte. Es gibt doch bestimmt irgendwann später eine Karte, wo ich sage, yo, ich tank für einen Mate, oder? Safe. Es gibt Horn-Karten. Ja, schau. Ja, meine ich ja. Genau, dann ist das... Ja. Ja, also darauf will ich gehen. Ich will mit meinem... Und es gibt auch Karten, die Block stehen lassen. Genau, ich will mit meinem Tank so richtig schön alle Angriffe auf mich ziehen. Das ist so immer mein Goal als Frontliner. Da so. Kann ich dir den Roboter auf dieser Ebene empfehlen. Okay. Der macht genau das. Geil. Gut. Wann bist du dran? So. Nimmst du gleich dann die Dart Pouch oder? Ich bin am überlegen. Also Dart Pouch ist ja zweimal ein... Nee, ist doch zwei... Aber ist nur random in deinem Deck. Ja. Das heißt, du musst die ziehen und irgendwie sind die nicht so geil. Also ich würde eher den Slingshot nehmen. Oder Lockpicks ist auch ziemlich stark für dich. Lest du das mal durch, was das macht. Slashing and Piercing Damage. Ja, aber das ist ja eher, glaube ich, für den Frontliner besser, weil der hat doch mehr Slash und Piercing, oder nicht? Das ist, Schwert und Bogen. Was? Ach, Slash ist Schwert und das andere ist Bogen. Er hat Hammer. Ah, heißt, Slashing und Piercing bedeutet einfach nur Schwert und Bogen. Ja. Okay, ich dachte, es wäre irgendwie eine besondere Fähigkeit, weil mein Typ hat ja zum Beispiel... Wie heißt denn das? Da unten. Sweeping Strike. Ach so, nee, das heißt dann Sweeping. Okay. Ja, Lockpicks wären auch nett. Aber Slingshot ist auch nicht. Ist auch witzig. 4 Random Damage. Ist schon immer ganz hilfreich. Die Sache ist, Slingshot kann ich halt auch nutzen. Ja, dann nimm du Slingshot und nimm die Lockpicks. Okay. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Weil dann macht jeder deiner Angriffe 2 Schaden mehr. Das ist ganz nett, ja. Okay. Northern Plains. Ach, du Scheiße. Empower. All Monsters gain 1 Damage mehr und jede Runde kriegen sie 3 Powerful. Ach, du Scheiße. Das sind so komische, gerüstete Wölfe oder Schweine oder so. The party will gain access to an Upgrade Altar. The party will gain access to a Rare Equipment Shop. Aber beim Rare Equipment Shop muss man wieder zahlen. Ne? Also da brauchst du dein Gold. Ja, dann Upgrade Altar. Wollen wir das annehmen? Was ist, wenn wir es nicht machen? Annehmen? Wenn wir es nicht annehmen, müssen wir gegen die so fighten. Ohne. Naja, dann machen wir doch einfach, oder? Gönn. Einfach machen. So, ja, guck an, die können gar nichts. 79 Leben, das ist ja nix, Alter. Den slashen wir in 3 Runden weg, Junge. Kappa. So. Jetzt habe ich leider nicht die plus 1 Speed. Das wäre ganz geil, weil dann würde der... Ne, plus 2 Speed, dann würde der Healer jetzt vor denen wahrscheinlich sein. Sind wir bei einem Tie, also gleicher Zahl, sind wir immer vor den Gegnern, oder? Ist immer random. Ah, okay, scheiße. Speed-Tie also. Krass, dass mein Tank noch vor denen dran ist, also die sind sehr langsam. Ach, das ist die fette Sau. Ach, der andere Typ ist der dahinter, okay, der macht sogar 2 Karten. Okay, pass auf. Machen wir mal einen Expert-Cracker auf... Ich kann das sogar bei dir machen, ne? Ja. Aber ich frage mich, ob das irgendwie sinnvoll ist. Aber du bist eh später dran, also macht es eigentlich jetzt gar keinen Sinn, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Machen wir hier. Okay. Wir können auf jeden Fall, ich kann schon mal zweimal Shield geben, schon mal ganz geil und einen Sweeping Strike. Ich glaube, da muss ich aber, weil ich... Ich habe ja einen Base, aber ja genau, die 2 kann ich da, dann nehme ich das weg und hoffe, dass ich was anderes ziehe. Gut. Da gebe ich dem schon mal... Oh, der hat aber Fettrüstung, Alter, what? 30% Bogen, 36% physisch, 23% Hammer. Dafür aber minus 20 Blitz, also der frisst hart von Blitz.
Okay. Ja, deswegen mache ich mit meinem Sawtooth Knife voll wenig Damage. Ein Drittel weniger, obviously. Crazy. Ja, egal. Bam. Blutung. Und dann Bogen nochmal einen rein. Jakon, warte, 2 Energy. Ja, doch. Ich habe eh nur noch 2 und 1. Das war eh das Beste, glaube ich, was ich machen konnte. So. Magnus. So, der hat dazu bekommen Enrage. Geil. Den nehmen wir. Dann habe ich 6 Energie. Ah, nee, scheiße. Dann habe ich 5 Energie nur. Fuck. Ja. Nur plus 1. Ja, wow, das bringt ja absolut gar nichts. Ich kann eh sowieso nur zweimal randen oder einmal randen und Sweeping Strike machen. So, aber der zieht auch eine Karte. Vielleicht zieht er dir eine 1. Ah ja, stimmt. Eine 1er wäre geil. Ja, dann mache ich das auf jeden Fall mal. Ja, das ist fein. Habe ich noch ein Shield. Okay, dann wen intercepte ich denn? Den Healer, würde ich sagen. Magierin aber auch. Ich mache mal beides. Oder? Oder einen Full? Ich sag nur so, die können viel Schaden aufteilen, also. Ja, dann machen wir so. Und dann die 13 Target Sides, also nur links und rechts daneben, gell? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt also den in der Mitte nehme, bumm. Würden die links und rechts jeweils 9 Schaden. Aber dann nehme ich den den dritten, weil dann kriegt der Boss auch noch was aufs Maul. Ja. Bam, Junge! Okay, das sieht nach nix aus. Mhm. Und dann machen wir noch einen Rand und einen Defense. Cool. Ja, ah, so meinst du? Oh Gott. Ja. Gut, dass ich das aufgeteilt habe. Auch wenn es nicht so viel bringt, weil die machen echt guten Damage. Yikes. Task Barrage. Einfach Nadelrakete. Oh Gott. Grand 14 Shield und 7 Damage. Okay. Ja, ist okay. Ich wollte mal nochmal trinken. Ich bin gleich wieder da. Jo. Kurz aus dem Kampf rausgelaufen und wieder reingelaufen. So, der ja, ich hätte jetzt echt gern die Speedkarte, bin ich ehrlich. Ist die Speedkarte eigentlich, jetzt kann ich ja nochmal lausen, sonst habe ich es ja. Ist die für immer? Ah, nee, hier, 1 Charge when at the start of the turn, okay. Ja. Das heißt, wenn ich Luck habe und die jede Runde ziehen würde, dann könnten wir stacken. Das wäre schon wild. Guck mal, die verschwindet nach einem Use. Ah, die stackt nicht mal. Fuck. Okay. Die stackt nicht und die verschwindet nach einem Use. Prevents one slow charge. Wie? Ach so, weil das ist der Charge. Okay. Der 1er Charge gibt 2 Speed. So rum. Okay, die verschwindet. Ah, fuck. Ja gut. Aber dann könnte ich den Healer jetzt zumindest vor dem Boss machen. Wenn ich das drücke. Jo. Die Zauberin... Der Boss ist aber nicht. Tot, also... Ach, der stirbt eh. Ja, dann ist es useless, es zu tun. Vielleicht sind die aber vor den beiden anderen Keks, weil der Healer kriegt 2 Speed. Ja. Aber nur für den Healer? Warte, wie viel Mana habe ich? 3. Ich könnte aber auch Damage machen. Adrenalin. Wenn du Adrenalin nutzt. Also, wir machen mal Adrenalin und dann Deflect und dann Let's Go. So. Okay, 5. Ja, dann könnte ich einmal Rupture, einmal Aim Shot und einmal Song machen. Ich glaube, das klingt ganz vernünftig. Oder Damage. Du kannst ja gucken, ob der vordere stirbt. Durch Rupture und Aimed. Ach, der vordere? Ja, ob der vordere stirbt. Ah ja, 12 Damage, 9 Damage plus 2 Blutung. Dann hätte er 9 Blutung, das heißt, es sind... 12 plus 9... Die kannst du ja so oder so machen. 21 plus Blutung, 9 ist 30 und dann, ja, und dann nochmal 7, 37. Ja. Dann würde er drauf gehen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, dann machen wir das doch gleich. Zack und dann ist zack. Das nämlich besser als Song. Genau, zack, genau 9 Blutung, perfekt. Geil. Ja, ja, dann ist es definitiv besser, wenn der jetzt gleich drauf geht. So, Captain's Howl, ach, das ist kein F. Howl, Captain's Howl, Junge. Zack. Sag ich ja die ganze Zeit, Howl. Ja, egal. Die kriegt ein bisschen zu sehr aufs Maul für meinen Geschmack. Habe ich noch 3 Mana, perfekt. Dann... Nee, die anderen habe ich einfach geheilt. Ach, der kann nur Front, fuck. Ja, dann geht der ja so oder so drauf.
Ja, und du kannst ja auch das Mana sparen. Ah ja, stimmt, stimmt. Mana Savings. Ja, dann machen wir Mana Savings. Noch besser. Mein Gott, vergesse ich immer. Divine Grace! Oh yeah. Thank you very much, Grande. Regen, wet. Richtig nass gemacht. Ja, ich hab die Gegner nass gemacht. Und dann machst du mehr Blitzschaden nur noch, ne? Geil. Der hätte nämlich jetzt überlebt, deswegen musste ich den töten. Er ist verblutet. Oh wow, süß. Achso, das war der Random Damage? Geil. Ja, das war der Pebble. Cool. Pebble! Die Magier haben einfach so eine Steinschleuder in ihrem Zauberstab oder in ihrer Kugel, weißt du, so. Ja. Sehr sicherlich lustig aus. Das sieht bestimmt witzig aus. So, dann haben wir hier nochmal Deflect. Eine Karte, schön. Dann haben wir eine Markierung. Das, der hintere kriegt gerade keinen Damage, gell? Okay, dann mach mal einen Aimshot auf den, dann ist der fast weg. Scheiße. Achso, ich habe eh keinen Mana mehr gehabt. Ja, und dann ist okay. Komm, Sweeping Strike. Gönn. Gönn. Ah, fuck. Ja, ich habe eh nur Front Monster, geil. Ja, wir gehen voll rein, Junge. Voll rein, rein in die Olga und nochmal ein Defend. Blutung ist echt okay. Ich krieg so langsam Schaden. Siehst du, wenn ich drüber habe? Nö. Nee. Nur wenn ich draufklicke, ne? Ah, ja. Evelyn! Ja, Pebble. Mit der Steinschleuder weggemacht. Evelyn holt soeben ihre Steinschleuder raus. Oh, Song of Celerity ist innate, also am Start. Ja, wow. Ich dachte echt, die wird besser, aber nee. Schade. Ah, und die ist sogar removed. Ach, das war, glaube ich, vorher sogar schon drauf. Ich Idiot. Der Ine ist aber trotzdem nice. Eigentlich muss... Ja, die Karte ist eigentlich kacke. Ich glaube, die muss ich wieder rausschmeißen. Poison Darts, ja, moin. Ice Shot. Ice Shot. Geil. Ist ein Snipe mit Ice Damage. Und 3 Frost. X equals your Slash Damage. Was? Das ist ein Ranged Attack, der auf meinen Slash Damage geht. Also Sharp, der auf Slash. Achso. Hä? Was? Ah nee, Sharp kriege ich durch mein Item, genau. Aber schau mal, da steht doch in Klammern X equals your. Ja. Slash. Das heißt, mein Ice Damage ist mein physischer Schwert-Stat, nenne ich jetzt einfach mal. Und du hast da so einen Stat, der Slashing und so den Schaden erhöht standardmäßig. Genau, genau. Und wo sehe ich meine Stats hier kommen jetzt? Dieser Sharp, so heißt der Buff. Einfach Rechtsklick draufdrücken. Auf die Karte. Nein, ich meine die Stats von meinem Charakter. Achso. Das stehe ich da nicht. Auf das Deck, sind Statistiken. Deck. Auf Deck drücken, bei ihm oben links. Ah. Und dann kannst du auf deine Sachen, auf alle Sachen. Character Sheet. Slashing. Nee. Nee. Das geht nur, geh mal bei Equipment, da siehst du das. Bei Equipment. Deinem Lockpicks. Gain 2. Nein, ich meine, wie hoch ist denn mein Slashing-Wert? 2. Am Anfang der Runde. Ach so, ich hab nicht. Basically 0 Standard. Ja, du hast 0 Standard. Ah. Das ist alles nur ein Buff. Das und heißt, ich würde Buff jetzt. Es gibt halt Karten, die das erhöhen. Der Ice Shot würde jetzt nach meiner Rechnung 1 Frost Damage machen. Am Anfang der Runde. Also, wenn du halt beginnst. Da du aber Slashing jede Runde 1 verlierst, würde er irgendwann nicht mehr 1 Schaden machen. Ja, ich krieg aber 2 pro Runde. Nee, zu Beginn des Kampfes. Ich kriege 2 zu Beginn, das heißt, ich würde 1 zusätzlichen Frost Damage machen, danach nur noch 0,5 und danach gar nichts mehr. Ja. Das ist ja richtig kacke. Die Sache ist, es gibt halt viele Karten, die das verbessern. Ja, die sharpen noch mehr, okay. Ja. Aber der Eisschutz ist trotzdem, glaube ich, nicht schlecht, weil es applied ja sogar 3 Frost, wodurch er ja mehr
Warte, Cold Resistance kriegt er quasi weniger, also hat dann weniger Resistance? Nein. Ah, doch, doch. Hat auch Cold Resistance. Und Speed minus 1 für jeden fünften Charge. Ja. Das heißt, wenn ich ganz, ganz viel Eyeshots mache, dann ist der richtig anfällig und dann ist er auch sau langsam. Ja. Das ist eigentlich geil. Jemanden langsam zu machen, ist echt gar nicht so bad. Ach komm, ich nehme es mal. So, was haben wir denn hier? Charge. Ei. Frontmonster 15 Hammer und 1 Speed. Oh, cool, aber es stackt nicht. Okay, es wäre auch ein bisschen broken, glaube ich, wenn man Speed stacken könnte. Aber es bringt, glaube ich, nicht viel, ihn schneller zu machen, glaube ich. Pommel. Blunt Damage. Ah, okay, das ist das mit dem Hammer, ne? Okay. Hm. Dann haben wir ihn noch. Ah, den Gegner langsamer machen. Perfekt. Aber auch nur Frontmonster. Ist alles nur Frontmonster. Hamstring. Warum stacken diese Charges nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Wäre das so OP? Hm, anscheinend. Ja, aber den Gegner langsamer machen ist ja meistens besser als mich selber. Vor allem, wenn ich eh schon ein langsamer, clunky Typ bin, mich schneller zu machen. Hm. Also schneller machen ist ja egoistisch. Ne? Und langsam machen ist fürs Team gut. Deswegen wäre der Hamstring ja für ein Damage, und es geht eh auf Slashing Damage, nicht auf Blunt. Ist ja auch ein anderer. Also, aktuell bin ich ja da relativ neutral, glaube ich, was die beiden Damage-Werte angeht. Ja. Ja. Okay. Dann nehmen wir mal Hamstring. Will das mal ausprobieren. Jo. Okay, was ist das jetzt? Ah ja, Alter, jetzt können wir upgraden, ne? Ja. Okay. Geil. Halt wieder für die Edelsteine oben. Mhm. Ach, der ist ja schon geupgradet. Okay, ich könnte für 180 20 Damage machen. Target ist heißt 8. Kostet aber dann 3 Mana. Boah. Das ist wack. Rend. Mehr Damage, mehr Blutung. Was ist das? Ach, für 1 Mana weniger. Okay, entweder 1 Mana weniger machen und ein bisschen schwächer oder gleiches Mana. Monster! Okay. I see. Gut, dass er das einkreist. Monster. Ein Damage mehr und 2 Blutung mehr. Das klingt geil. Das klingt sehr gut. Dann können wir jemanden komplett raustargeten. Hm. Ich glaube, raustargeten ist immer sehr wichtig. Also nur Frontmonster ist halt immer sehr bad. Auf lange Zeit, glaube ich. Weil, also außer der Frontmonster ist der Boss, aber das ist ja basically wurscht, wenn du ja jedes Monster nehmen kannst. Sagen wir mal so, auch bei Bosskämpfen ist der Boss nie der vorderste. Ja, ja. Aber Frontmonster, also ich meine, das ist ja eine Einschränkung, finde ich. Ja. Okay, hier können wir 15 Damage machen, also ein Damage mehr. Und du hast ja zum Beispiel auch gerade gesehen, da sind wir auf den zweiten gegangen und du konntest da nicht drauf. Du musstest einen vorne attackieren. Pass auf, Hamstring habe ich gerade geholt und ich habe vergessen zu sehen, also es war ja eh nur Frontmonster alles. Also wenn ich den jetzt zu Monster mache, kann ich ja auch irgendjemanden slowen quasi, das ist schon gut. Boah. Aber Magnus ist halt auch nicht der schnellste, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, aber ich glaube, das mache ich für 60. Das ist schon günstig. Was kann Enrage? Enrage. Zieh eine Karte und dann mache ich Fury. Oha. Aha. Suffer X Blood. Then remove one charge. Aber dafür mache ich mehr Damage. Wow. Nee. Powerful. Ach Quatsch, Alter. Wir boosten. Wir müssen nicht boosten. Oder Intercept. Was macht Intercept? Jo! 14 für einen Mana. Das ist eigentlich schon geil. Oder 7. Immer noch für 0. Schon wild. Wie oft können wir? Dreimal? Nee, du kannst unendlich. Ach so. Also so viel wie ich Shards habe, ne? So viel wie du Shards hast. Okay, ich habe 202. Okay, Eldrin, aber ich teile ja meine Shards, ne? Nein. Jeder hat seine eigenen Shards? Ah nee, nicht jeder hat seine eigenen. Du teilst die zwischen den zwei Heroes, aber ich habe meine und du hast deine. Genau, also ich teile meine 220, die gehören mir und ich teile die auch meine beiden Heroes auf. Ja. Okay. Aber du kannst natürlich auch einem voll geben und dem anderen gar genau, nichts. Genau. Da muss ich jetzt erstmal durchgucken, Alter. Holy shit. Ja, 180 ist ein bisschen teuer. Dann habe ich quasi nur noch 40 und dann kann ich quasi nur noch nichts machen. Ice Shot. Ja, nee. Also teurer machen wir den ganz sicher nicht. Das ist ja Quatsch. Mehr Frost und mehr Damage.
Aber nur so ein bisschen, ist ja auch Quatsch. Aimshot? Ja genau, Aimshot günstiger machen wäre jetzt der Plan gewesen. Aber eigentlich bin ich damit gut gefahren, dass der 2 kostet. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Song of Celerity verschwindet nicht mehr, aber das ist Quatsch. Und hier Innate. Okay, nee, das hätten wir vorhin schon machen können. Okay, Hunter's Mark 0 ist, glaube ich, auch geil, aber 180 ist teuer. Schade. Für 60 hätte ich das bestimmt gemacht. Okay, Adrenaline. Alter, what the fuck? Das sieht auch, also das kostet schon gut Gem, aber das ist auch ziemlich blocken für 0 einfach 2 oder 1 immer kriegen. Ist schon wild. Also 1 öfters im Duell, meine ich. Okay. Ich glaube, Intercept ist ja eigentlich meine Mission gewesen und einmal Hamstring. Das ist ja auch recht günstig. Machen wir einmal den Intercept. Wir können ja verschiedene Intercepts machen, aber es ist dann ein bisschen luck-based. Immer ist erstmal Hamstring. Hamstring ist auf jeden Fall geil, glaube ich. Warte, Slow ist ja nur um 2, aber das ist schon gar nicht so bad. Glaube ich. Mann! Nee, Intercept ist wichtiger. Also wir machen jetzt erstmal einen... Ich kann hier nur dreimal was machen mit 60. Ich glaube, ich mach den einmal zu einem Dingens. Zu einem blauen. Dann mache ich mal einen gelben und einen Hamstring. Auf Monster Targeting. Ja. Da bin ich am zufriedensten. Und Aldrin kriegt halt nichts, aber mein Gott. Wenn der Hunter's Mark so teuer ist, dann habe ich doch keinen Bock drauf. So. Edge of the Forest. Healing. Jo. The Fang Gates. You're entering the northern part of the forest. The Fang Gates are holding the burning camp stand before you and the path ahead will not be easy. Now is the perfect time to rest to prepare for the battle ahead. Remember that you don't have much time to spare, so you can only do one activity before continuing. What will it be? Entweder 30% Leben heilen, relax and recover some strength. Forage. Being near a bandit camp, you can surely find some gold or shard. I found a forest trail here, maybe it can lead us directly into the bandit camp. Okay. I can take care of an injury and try to heal us. 98. Warum soll der Healer seinen Healspell benutzen, hä? Wird er uns komplett heilen? Damit heilt er mehr. Oh. Ja, aber wir sind ja nicht so gedamaged. Wir können ja easy relaxen, oder? Oder wir suchen, weil nur du bist verletzt und auch nur 7 Schaden. Ah ja, stimmt. True. Ja, dann suchen wir Stuff, oder? Also Forage. Wäre ich für. Ja, wäre ich auch für. Geil. Wow. Really? 2-0? Nee, 5 oder lower. Ach, lower! Es ist richtig! Naja, dann easy, Alter. 280 Gold, 160 Schaden. Warum konnten wir das nicht vorher machen? Jetzt kann ich mir wieder Stuff leisten, schade. Und 20 Experience. Geil. Ja, jetzt oben rum, ne? Und die Bücher einsammeln. Sind die Events immer was Gutes oder kann es beides sein? Es kann beides sein. Es können auch einfach Kämpfer sein. Hier wäre ein Bandit Camp. Also wir müssen auf jeden Fall das Bandit Camp danach machen, wenn wir jetzt oben umgehen. Oder wir gehen direkt zum South Fang Gate und dann dem Boss. Aber wir sind ja eigentlich geil, oder? Sind wir geil? Wir sind immer geil. Wir sind schon sehr geil, dann würde ich nach oben gehen. Der Apprentice Craftsman. Hiding behind a tree, you find a gnome fiddling with a couple of gadgets. You approach him and ask him what he is doing there. Hi, I'm Timothy. Willst du sprechen? Kannst du auch mal sprechen? Hey, I'm Timothy. I'm waiting for my master. But it's been several days since he left me here. And I'm beginning to think that he has abandoned me. I know I'm not a good apprentice. And my inventions tend to backfire. But I'd like him to come back. Please, if you see him, tell him I'm going back to the workshop. By the way, if you want, you can keep any of my inventions. Okay.
Except if you see this master, you will give him the message or decline, you don't have time for this nonsense. Ja, wir können ja mal zusagen, weil ich meine, wir haben ja nicht so viele Quests gerade. Okay. After hearing you, the gnome gathers the things and leaves and leaving behind many of his gadgets. You search to them to see if there's anything you can use. 200 Erfahrung. Wow! Ja, aber jetzt bekommen wir noch Loot, ne? Ach so, ja. Okay. Oh. Ach, es ist immer random, wer anfängt? Ja. Ach so, lol, ich dachte, du fängst immer an, weil du Leader bist, dann darf ich zweimal und dann darfst du nochmal als letztes. Okay. Nein. Seife, das Alter! Das erste Mal durfte ich zweimal, dann du zweimal, das zweite Mal war abwechselnd und jetzt bist du zweimal. Seife, Alter! 30% zu Dispel 1. Dispel ist Remove Curses. Okay, nee. Ja. The fuck? Du kannst dich waschen. Apply to all. Oh mein Gott! 2 zu allen Monsters gucken. Boah, dann wissen wir, was für Karten die spielen. Aber wir haben einen. Ah, jetzt hätte ich die Lockpicks gerne noch mal in Keck drauf, ne? Aber du hast ja noch keinen. Ah, doch, du hast auch schon auf beiden. Okay, dein Keck hat halt noch gar nichts. Das heißt, ich könnte meinem Keck Spyglass geben. Oder ja. Was ist das? Razor. Dings Damage plus 1, 3 times pro 2. When you play a melee attack, suffer. Achso, ich krieg dann Blutung. Nee, das ja, ist du kriegst Blutung. Nee, das sackt ass. Gold Chain, maximale PV 50, All Resistance 4%. Oh, das ist geil. Was hat er hier? Max HP 6. Ich glaube, ich würde es ihm geben wollen. Dann hat er noch mehr Resistance. Oder ich gebe es mal. Ja, gut, ich kann es auch einfach ihm geben. Ne? Er hat ja darüber geredet, dass seine Sachen backfiren. Und Razor, da kassierst du Blutung. Mhm. Und bei Cooling Servos, da kassierst du halt einfach Resistenz minus von Cold Kälte Resistance. Und Geschwindigkeit minus. Moment, er hat die Rasierklinge erfunden? Interessant. Ja. Geiler Typ auf jeden Fall. Ja gut, Cooling Servos ist natürlich. Ist das ein Kühlschrank? Oder was ist das? Im Grunde ja. Das ist quasi ein dreifacher Kühlschrank, ja moin. Nee, also Gold Chain, richtig schön zum Flexen. Die könnte ich mir jetzt einfach raufgeben. Brauchst du noch irgendwie die Agate? Nee, du hast selber beides, ne? So. Resistenzen. Das sind aber nur die Elementarresistenzen. Hier sind es alle Resistenzen. Möchtest du die Goldkette auf deine Eulen? Dann hast du noch ein bisschen HP auch. Nicht wirklich. Oder was würdest du nehmen? Ich würde wahrscheinlich diese 0 Gold jeweils nehmen. Die 0 Gold? Ja. Echt jetzt? Ja, also gut, du bist bei allen voll, ne? Das ist ja das Problem. Ja. Hm. Ihr fehlt noch eine Waffe, aber eine Waffe ist da nicht. Ja. Ihm fehlt noch eine Rüstung, aber eine Rüstung ist da nicht. Was sind das Rechte, diese Pfote? Welche Pfote? Die Pfote, neben dem Trank-Slot. Das ist ein Pet. Ah, okay. Pet, Alter. Da du aber jetzt aktuell noch keine Pets haben kannst, habe ich noch mal keins mitgenommen. Okay. Ja, Achso, mir fehlt quasi Waffe und Rüstung. Dings, wie auch immer das heißt. Was ist das? Jewelry. Und da fehlt mir ja nur noch der Trank. Okay, dann nehme ich doch für meinen Typen mal die Gold Chain, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das ist ganz vernünftig. Und für den anderen Keck nehme ich dann mal die Spyglass. Ja, dann sehen wir immer, was die Gegner wollen. Combat Start heißt, dass das nicht, wenn er dran ist, sondern direkt zu Beginn. Direkt zu Beginn des Games. Das ist ziemlich geil. Also sieht man direkt die ersten zwei Karten jeweils. Oh. Nett. So. Und dann ficken wir die Bandits, Alter. Let's go. Fresh Meat. When entering the bandit camp, you see a really big werewolf yelling and giving orders to other werewolves. He notices your presence and looks at you with a mocking face. That's Yoga, the butcher of Senentia, and he's been terrorizing the Senentia forest for a long time. It's time to put a stop to Yoga and disperse the bandits once and for all. Running away now would only make things worse. Okay. Combat is your eyes have already met and there is not much more to say. Wir können auch wegrennen. You didn't expect to fight a big werewolf. Maybe there's a slim chance to escape. 7 oder höher. Ja klar, Digga. 7%? Schaffen wir überhaupt? Ja, doch, stimmt. Wenn jeder von uns 2 zieht, ne? Ja. Moin. Ja. Oder mindestens 3 müssen eine 2er und einer 1er haben. Ja klar. I know him. He served under me in the Wolf Wars. Maybe I can reason with him. Oh. Können den Kampf theoretisch dodgen.
Ich glaube, das würde ich gerne mal versuchen, weil ich habe mir schon gedacht, wir sind ja auch so ein Wolf-Typ. Aber ich glaube, der hasst uns, oder? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum sollte er uns mögen? He served under me in the Wolf Wars. Ich glaube, ich würde das mal versuchen wollen. Okay. Wenn ich das jetzt drücke, hast du keine Entscheidung, oder? Doch, okay. Doch. Weil das ist ja mein Typ. Ah, nee, okay. Ich habe immer eine Entscheidungskraft. Yoga! Well, well, if it isn't Captain Magnus and Flash, do you think your fancy words will change me? I see you're still as foolish as ever. You don't seem to remember who gave you that scar. This time I will kill you and take the Wolf Slayer with me. Fortunately, you had time to prepare for combat while he spoke. To get experience. Ja. Oh, immerhin. Dein Wolf hat eine Narbe und die ist von dem Yoga. Ja, aber wir haben immerhin Experience bekommen. Wir hätten ja so oder so gegen ihn gefightet. Okay, wir sehen zwei seine Karten. Summon Sharpshoot. Ach du Scheiße, der Summon was? V14. Grant eine Menge Stuff. Let the Feast begin. Das ist einfach so ein fetter Henk, also fetter, wie heißt es, schlechter. Ah. Ja, aber da er alleine ist, noch, er ist ja noch alleine. Er summont ja gleich irgendwas. Kann ich da rechts klicken? Nee, aber das kann ich nicht sehen. Okay, ja, aber kannst du nicht sehen. Ist halt so ein Werwolf. Ist halt so ein Werwolf-Sharpshooter, gegen den wir schon gespielt haben. Dann machen wir Sawtooth Knife und Rupture, Junge. In dein Ass, Alter. Und ich kann so viel sagen, die eine Karte, die da noch ist, ist auch eine Beschwörung. Er wird nicht alleine sein. Ja, ja, das ist mir schon klar. Wir haben jetzt eine Runde Zeit, ihn alleine aufs Maul zu geben. Ja. Deswegen würde ich sagen, weil er wahrscheinlich... Oh mein... Ah, nee. Er boostet sich und summit. Das heißt, er wird jetzt noch nicht angreifen, aber würde ich sagen, wir hieten richtig rein. Diese Runde greift er nicht an. Aber ich kann ja trotzdem intercepten. Weil es umsonst ist. So, Rand und Rand, Junge. Schlitze, Alter. Eine Menge Blutung, Alter. Ja, 25. Du hantierst mit Blut? Wir hantieren dir mit Blut, Junge. Jawohl, smite ihn weg. Smite den Tower. So, dann heile ich dich mal. Geil. Evelyn! Pebble. Alter, einfach diese vier Pebble, ne? Fons. Fons. Schlitz, Schlitz. Frost. Frost. Geil. Oh, der ist fast tot, Junge. Guck mal, wie viel Mana die bekommt gleich. Jo. Mana? Du meinst Speed, oder? Nee, das ist Mana. Das ist da unten. Die Evelyn. Reinforce? Achso, du meinst... Oh mein Gott! Okay, krass. Das sind 7 Mana, die sie bekommt. Yo, Alter, what? Okay, der Typ hat sich aber auch krass gehalten, ne? Ja, 16. Ja. Ne? Summon Shaman, Heal 60. Achso, der Summon und... healt sich selbst. Okay, ja. Ja. Der Schamane. Natürlich jetzt unlucky, er hat jetzt nämlich meine Ice outplayed, weil die ja nicht am Combat-Beginn da waren. Krass. Okay. Expert Cracker. Ja, Food ist schon mal geil, die Strikes sind eher Müll. Barricade all Heroes. Ich hab wieder. Ja, ich mach das ist Howl so. Immer noch. Ja, aber Howl ist doch voll geil. Ja, ja, aber Fool, du hast grade... mein Gott, Howl, ja, passt schon. Ist okay. So. Dann, ich habe 3 Mana. Das heißt, ich sollte mir auf jeden Fall Energie geben. Jetzt kann ich nur einen Move machen. Und dann, ich glaube, dann mache ich eine Rupture auf. Ah, nee, Throne Monster, scheiße. Das habe ich noch nicht geändert, stimmt. 7 Damage ist ja mega wack. Wieso sind der jetzt auf einmal so tanky? Ach, der hat sich geboostet. Oh, ja, oh, 30%, oh, okay, Bruder. This Wild? Ja, Und jeder von denen hat 30, ne? Ja, nicht ja. Aber für 2 Runden nur, oder? Ja, okay. Für 2 Runden. Plus 4 Speed, Alter, crazy. Krass, dass ich trotzdem noch alle outspeede, schon wild. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Rupture auf den Vordersten. Damit der ein bisschen langsamer ist, genau. Und dann machen wir den anderen noch 7 Damage. Wenn wir es können. Ey, Yoga. Ja, Alter. Junge, wie tanky willst du sein? Och, du Scheiße. Wieso lachst du eigentlich? Wir kämpfen gegen den. Ich weiß. Okay, die Kampfmusik ist aber auch ein bisschen unepisch, muss ich sagen.
Deshalb habe ich auch keine Musik an. Hä, sag mal. Da ist gerade keine Kampfmusik. Jetzt hat. Man muss sich nur beschweren. So, Hamstring. Wer ist denn gerade schnell? Der schnellste? Er ist der schnellste. Ja, dann machen wir einen Hamstring auf ihn. Er blockt sogar. Er blockt alles 15. Ja, das ist natürlich unlucky, aber trotzdem. Zack. Ich bin ein Idiot. Ich hätte Haul machen können. Naja. Ja, komm, schützen wir uns mal kurz ein bisschen. Au. This hurts. Dieser ist super. Dieser Zauber. Mhm. Halt andere und sich selbst. Ja. Nice. Aber. Gehst für den Attack, um ihn zu killen. Yonkers. Yogas. Sackt. Und er hat ein Leben, really? Nein! Aber er verblutet irgendwann. Ah, der Chapel, Alter! Ja, die Flamme! Ah, der Pebble hätte ihn auch töten können, das wäre geil gewesen. Ach, wenn der tot ist, gewinnen wir! Ja. Ja, schau, dann ist Fokus in ja Giga OP. So. All Heroes, Dispel Tree. Ich hab zwei gute. Ach, wir verlieren Slow. Das ist geil. Ja. Und Granton. Powerful, Reinforce und Vitality. Geil. Auf 3 ist schon heftig. Pommel? Alter, Pommel, Junge. Und Rampage. Ich glaube, also Battle Shout wäre schon cool, aber ist halt immer so random, ne? Wenn du es kriegst, dann brauchst du es nicht. Und wenn du es brauchst, kriegst du es nicht. Weil 3 ist schon hart teuer. Du musst auch immer gucken, was passiert, wenn du es verbesserst, ne? Hab ich mir auch gerade gedacht. 2 Mana oder bessere Vergebungen? Ja, weiß ich nicht, Digga. Was ist hier so los? Und bei dem 2 Mana fällt auch die 5 HP weg, die Vitality. Oh, stimmt. Das sagt ja ass. Tschüss. Was hast du? Nochmal ein Hunter's Mark? Das ist eigentlich ganz cool. Acrobatic Strike, Junge, holy shit. 19, 3 Blutung, 8 Block und 2, was ist das? Evasion, oh my god, Evasion. Prevents one hit. Ach, das ist tatsächlich Immunität gegen Schaden? Ja. Ich weich direkt den ganzen Move weg. Ja, moin, du weichst einem Angriff aus. Das ist wild, Front Monster aber, only. Was du halt nicht vergessen darfst, zum Beispiel meine Karte, die ich gerade gepickt habe bei ihr, der hat auch Repeat 1, da würden beide weggehen. Und die Effekte darunter, die werden immer noch eingesetzt. Es wird nur der Schaden geblockt. Okay. Ja. Upgraden heißt auf alle Monster. Und sogar 4 Blutungen mehr und ein Schaden mehr. Oder noch mehr Schaden, noch mehr Blutung, noch mehr Block, aber dafür nur Frontmonster und ein Evasion mehr. Also entweder alle Effekte besser oder nur 2 Effekte besser und Monster. Ja, aber das ist eigentlich ein geiles Schwert irgendwie. 3 Mana ist halt fucking teuer. Das ist Toxic Rain. Ein Gift, ein Wasser. Alle Monster, 0. Das klingt doch geil. Dann kann ich quasi unsere Magierin verbessern. Ich verteile nochmal ein bisschen Gift. Kannst ja auch schon mal gucken. Geh mal auf Deck bei deinem Charakter. Mhm. Und geh dann auf Level und Trades und schau dir mal die Level 2er Spells an. Wir sind gleich eh Level 2, also. Die links und rechts? Ja. Da links kannst du dir oder einen rechts von beiden oder beides? Ah, einen aussuchen. Da kannst du dir einen aussuchen. Add a copy of the card maneuver to your deck. For every energy you draw one card gain. Oh my god! Okay, das ist wild. Für jede Energie, die ich nutze, kriege ich eine Karte aber und 5 Block und 2 Evasion. Ja, und unten steht ein last one use, also eine Karte lang. Also ich krieg das nur einmal. Ja. Hä? Unten steht Last One Use. Also einmal im Kampf kannst du diese Karte spielen und die nächste Karte, die du spielst, für jede Mana, die du bekommst. Ach, wenn die ganz viel Mana verbraucht, kriege ich mehrfach den Stack. Ja. Ah. Hm. Okay, das ist interessant. Wild Hunt. Okay, wow, das ist ein bisschen klein. Muss mal rechts gekriegt. When you play a card. Also erstmal das da. Mark. Dann, when you play a card for every energy use. Ist quasi eine Macht, ne? Nee, da Enchantment, das ist ein Zauber. Last one turn. Last one use, last one turn. Wild Hunt. The Witcher 3. Ja, Wild Hunt. Apply one to a random monster.
Was? Nee. Markierung, Charge plus 1. Damage, nehme ich an, ne? Nee. Was heißt das? Also das obere, das bedeutet, dass Charge Stacks, die du machst, zum Beispiel wenn du eine Karte mit 3 Charge, mach die 4 Charge anstatt 1, anstatt 3. Okay, und dann für jede Energie genutzt, mache ich eine Markierung auf ein Random Monster. Ja. Aber das geht... Eine Runde lang. Eine Runde, das heißt, hier heißt jede Energie auch jede Karte, die Energie hat. Ja, jede Karte, die Energie hat. Wenn du 4 Karten mit 1 Energie spielst, sind es 4. Geil. Wenn du aber bei Manöver eine Karte... Da ist ja nur eine Karte. Mana, dann würdest du nur einmal. Genau. Das heißt, ich bräuchte da aber eine Karte mit 4. Und hier brauche ich viele Karten mit wenig Kosten. Ja. Also ein Kosten mindestens, ungefähr. Der Wild Hunt wäre schon wild. Deshalb, das könnte dann halt auch dein Pick jetzt beeinträchtigen. Ja, das stimmt. Weil der 3 kostet. Entweder noch einen Hunter's Mark nehmen oder einen Grappled Strider, aber dann muss ich jeweils... Also, noch einen Hunter's Mark nehmen und dann Wild Hunt bekommen, wäre die Synergy. Oder das andere, wie auch immer das heißt, Manöver und dann den Acrobatics Strike. Ja. Ja, also sprich, entweder bin ich ein flinker Nahkämpfer, so richtig krass am Abgehen, oder halt ein Sniper. Ja, dann Sniper, ne? Die ist... Irgendwie finde ich dann, also finde ich die Magierin immer noch am coolsten, ey, diese ganze. Was hast du gerade bekommen? Firestorm, Alter. Ja. Das ist wild. Kostet zwar 4, aber Alter, 7 Burn. Apply one. 7 Flamme, apply one Burn und wiederholt sich sogar nochmal. Ha! Bild. The Butcher's Death! You did it! Yaga is no more! With the Butcher dead, the remaining bandits flee, and the Sanentia Forest will be a little safer. Now you can check the camp for gold and other valuable items. Time to claim reward. And why my you voice... You did it! And why my voice is so high, because the another narrator has no more Bock. So. Golden Shards were scattered throughout the camp and you also find a Menge stuff, den wir uns einfach snacken und eine Kiste. Ja. Geil, Alter. Gönnung. Jawohl. Und da ist was, was ziemlich gut für dich ist, nämlich der Cleaver, Yoggas Cleaver. Yoggas Cleaver, Sledge Damage plus 2 und Apply One. Ah, das ist geil. Jedes Mal, wenn du den Gegner hittest. Boah, on hit. Ja, moin. Den kann ich mir gleich. So. Jetzt muss ich natürlich gucken. Wolfskin Cloak, der war aber auch cool. Oh, der wäre cool für meinen Wolf, tatsächlich. Ja. Den würde ich gönnen. Was ich mir aber... Oh, ich kann nicht aussuchen, okay. Könntest du Reinforced Armor nehmen? Oder die Brigand Armor, dann kriegst du Speed. Aber die Frage ist halt, ob das Sinn macht. Alter, die ist ja komplett broken, die Brigand Armor, hä? Genau deswegen, da hab ich gedacht, dass du die auf deinem Tank möchtest, deshalb. Ja, aber Haul. Haul ist auch geil, aber die ist halt voll also. Ja, und doch, du für musst den die Tank auch ziehen, wäre der Breeden Armor schon richtig wild, ne? Deshalb, du musst die auch finden noch in deinem Deck, du musst die dann auch noch nutzen, hast dann eine Nullerkarte in dem Deck. Ach so, warte mal, ich kann da gerade nicht drüber, aber kannst du mir kurz, ich kann irgendwie komischerweise nur zwei Null Karten. Mana, all monsters, apply one slow, one vulnerable. Das ist genau dasselbe, was du da mit deinem Captain's Hole hast. Ach so, weil der Captain hat ja eine andere Hole, deswegen. Ja, aber es ist genau dieselbe aktuell. Ah, okay. Ja, dann nee, dann passt es, glaube ich. Dann würde ich die Brigand Armor nehmen. Ja. Bin dann auch überlegen. Ja. Weil der Ranger hat ja auch eine Armor mit plus 1. Ich könnte ihm auch die Brigand Armor geben, dann bleibt die Speed gleich. Du kannst nur ein Item pro dem geben. Und da du den Yoggas Cleaver wahrscheinlich haben möchtest. Achso, ich will Yoggas Cleaver dem Typen geben. Dem Range Scout. Sagst du? Einem von beiden. Beide scalen halt auch mit dem, ne? Ja, stimmt, der hat noch keine Waffe. Das ist ja tatsächlich. Ach, jetzt check ich, woher die Energie kommt, mein Gott. Ja, hast du zwar gesagt, aber ich wusste, ich hab's lange gesucht. Jetzt habe ich's gesehen. Das Weapon vom Wolf, Wolfslayer. Ja. Gibt Random Hero, okay. Oder du gibst es halt deinem Wolf, dann kann der halt nicht die Rüstung haben, ne? Ja, ja, klar. Also entweder der kriegt halt der den Cleaver oder die Rüstung und der andere kriegt den Cleaver oder die Rüstung. Ja. Weil dann würde ich mir schon mal die beiden Speed-Items nehmen. Ja, das ist okay, I guess. Ja, dann gebe ich...
Aber das ist On-Hit, 2 Damage, Blutung. Aber eigentlich macht ja mein Typi, mein Scout macht ja auch Blutung. Ja, aber wenn ich mal so in dein Deck gucke, hast du wenig von diesen Schwertern, während der Wolf sehr viel von diesen Schwertern hat. Der hat fast nur Schwerter. Ach stimmt, ich will ja auf Bogen gehen, genau. Ja, dann gebe ich dem Wolf dem Kyogre's Cleaver und dem anderen gebe ich dem Brigand Armor. Ja. Dann ist der richtig tangy, Alter, mit Gold Chain und der Armor. Aber er ist auch die zweite Frontline, ne? Wenn der erste stirbt, das dann stimmt allerdings, dann macht es schon Sinn. Aber der erste stirbt, glaube ich, eher am wenigsten, würde ich mal sagen. Ja. Also noch, wenn ich dann taunte, dann sowieso, dann ist er der erste, der drauf geht. Das ist mein Ziel. So, dann Yogas Cleaver und Brigand Armor. Geil. Okay. Dann haben wir hier den Boss beim Old Tree. Ilmas Awakening. Ilmer's Awakening. The obelisk is inside, but something very dangerous is blocking the way. Ilmer, an old trend once known as the protector of the Sinandria Forest, has awakened and been tainted by the energy emanating from the now active obelisk. Besides Ilmer, there is a Trunky and Dryad protecting him. A Trunky, was ist ein Trunky? Ein kleiner Baum im Grunde. Ah, ein kleiner Stumpf und ein Dryade. Ja. Also zwei Baumarten, irgendwas mit Baum. You can't see any way to avoid the confrontation, but maybe you can make the fight easy or worse, depending on how you approach him. This challenge will be difficult, so what will you do? Engage him quickly to catch him off guard. Lol. Try to rest behind a tree before attacking. Okay, brauchen wir glaube ich nicht, oder? Nee. Und Evelyn hat 6. It's risky, but try to hide in the forest to start the fight with stealth. 6 or higher, boah, das ist ja nicht machbar. Ja, einfach direkt rein, oder? Ja. Direkt rein, Junge! Without einfach hesitation, rein, die Olga. Draw your weapons and rush at him, gaining a small movement advantage! Geil. Rein in die Olga, let's... Ach du Scheiße. Ach, das ist die Olle? Ah, ja. Jetzt check ich's. Die ist tatsächlich... Okay, erstmal die Karten gucken, was können die so? Gain eine Menge Armor, what the fuck? Mach ein bisschen Damage, Blutung, Jump. Was ist Jump? Jump X. Ah, so, ja klar, warum nicht? Grant eine Menge Stuff und mach eine Menge Damage. Gain eine Menge Armor, 2 Unbekannte und Moon Catalyst. Alter, die buffen sich ja übel. Und 206, aber es muss ja nur der Boss sterben, oder? Ja. Also die mittlere. Nur in Anführungszeichen. Der Ilmer. Also ein R. Ja, der Baum, der riesige. Ach, Baum! Ach so, ach, das ist die Dryade. Ah, jetzt, Tainted Dryad und. Du siehst ja auch Trunky. Da unten über seiner Lebensleiste das Feuer. Das zeigt. Ach, das markiert immer den Boss. Okay, ich habe mich schon gewundert, woran sehe ich den Boss? Okay. Der hat aber auch gut Schwächen tatsächlich. Aber ja, auch eine Menge Resistenz. Okay, also full auf den Boss jeeten oder wollen wir die beiden Minions erst wegmachen? Ich würde hier erst die Minions wegmachen. Weil die sind relativ schwach, finde ich. Ja. Und die Minions leben halt schon, bei dem anderen konnte man den Boss vorher schon schwächen. Ich glaube, dann macht es Sinn, erst den vordersten wegmachen, weil der wäre sonst richtig tanky danach, ne? Ja, und insgesamt, wir haben so viele Frontmonster-Angriffe. Genau, also erstmal den vordersten komplett wegjeeten. Ich kann ja auch die hintere theoretisch snipen, aber wir können direkt vorne alles direkt auf den vorderen, oder? Ja. Okay. Macht es Sinn, den Song zu nutzen? Nein, deswegen direkt beide Aimshots rein in den vordersten, ne? Ein warte, nee, nicht beide. Warte, pass auf. Slice zweimal, es macht mehr Damage. Genau, einmal Aimshot und zweimal ja. Slice. Dann haben wir eine Menge Damage auf dem Vordersten. Ja? Ja. Okay, let's go. Bam. Zack. Und zack. Geil. Hat schon 30 Damage passiert. Magnus, Junge. Intercept Magnus. Enrage. Enrage ist... Wäre auch eine Möglichkeit. Brauchen wir das jetzt? Ne, das brauche ich jetzt aber noch nicht. Aber du hast wieder eine, ne? Ja, aber die ist dann weg. Ich hatte die Frage, ob ich das später nicht eher brauche gegen Ilmer, als gegen den kleinen Kekko jetzt. Aber du brauchst das Mana, ne? Du behältst das Mana. Also du kannst da doch nicht. Ja, stimmt. Ja, das ist man durch Slay the Spire nicht gewohnt. Ja, ne? Ja. Das ist bei Slay the Spire so, yo, du hast nur Mana für diese Runde. Let's go. Ja, aber jetzt, aber die Frage ist, macht es Sinn, eine Karte jetzt zu ziehen? Was habe ich denn noch im Deck? Ich schau nochmal rein. Ja gut, wenn ich den Howl ziehe, wäre halt schon geil. Oder den Sweeping Strike. Ja, komm. Oder wenn du irgendeinen Angriff insgesamt. Ja, sowas zum Beispiel. Rant ist auch geil.
Ja, dann machen wir zweimal Rand auf den Kekko. Der ist halt leider immun gegen Blutung, weil es ein Baum ist. Das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Die anderen hättest du eh nicht angreifen können. Nee, aber jetzt kann ich nur noch striken oder defenden und mit, ohne einmal Rand hätte ich ja... Achso, ah, nee. Ja. Hätte ich zumindest eine Energie mehr gehabt zum Saven. Das mal man kann auch oben rechts auf Reload Combat drücken. What? Oben rechts, da ist so ein Schild, wo ein grüner Pfeil ist. Oben rechts? Ah ne, bei mir nur, okay. Ich kann Reload Combat drücken, rein theoretisch. Nee, alles gut, wir... Okay. Eaten da jetzt einfach rein. Ja, schaffst du schon. Wir sehen aber nicht, wen die targeten, oder? Nein. Da steht aber immer oben drüber... Ah, Middle Hero. Einer der beiden mittleren, wahrscheinlich? Ja, das muss einer der mittleren sein. Das gibt's auch, okay. Slowest Monster. Also für sich selbst, also für, aber für die eigenen, ja. Also für ja, die es gibt auch Fastest Monster. Random Hero. Ja, dann würde ich einen von den beiden mittleren, also ich würde es erstmal die Magier nutzen. Ich glaube, das macht zum meisten Sinn. Und dann machen wir Target den. Zack. Und dann hinter. Reginald. So. Ich gebe uns erstmal Regeneration. Und zieh dann so ein paar Karten. Ja, moin, der Smite, Junge. Erstmal den weggemacht. Zack. Zack. Alter, der Damage. Wild. Heile uns. Ja, der Healer ist am Anfang schon sehr OP. Also die Healings sind sehr stark. So, dann die Dryade natürlich. Ja, lass mal verbrennen. Ja, nach einer Runde beide weggemacht, oder was sagst du? Ah, fast. So. So. Die macht jetzt ein bisschen Damage. Ja, mei, macht nix. Ilmar wird richtig tanky jetzt. Yo, Digga. 8 Regeneration, ja klar. Powerful. Was ist das? Thorns. 8 Piercing. Oh Gott, okay. Ja, wenn du ihn angreifst, kriegst du 8 Schaden das erste Mal, dann 7, dann 6 und immer so weiter. Scheiß auf Defender, Alter. So. Dann, die hat ja noch nichts, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur straight 10 Schaden machen, was ich mit dem Slice hier machen könnte. Danach kann ich den anderen. Du machst nur 9 mit Slice. Achso, ja, stimmt. 9, 12. Hier würde ich, mit der Softhook würde ich ihn killen, aber das ist eine starke Waffe eigentlich. Der Ice Shot. Ja. Ah, der macht sogar 9 plus 1 Ice Damage. Jo. Weil du schon Eis draufgelegt hast, perfekt. Dann würde ich den jetzt schießen. Ja, dann mach. Peng, Junge. Zack, weg mit dir. Und dann den Softhook nahe auf den anderen. Aber der ist auch immun gegen Blutung, wa? Ja. Was sehe ich denn das? wenn du das kurz davor bist zu spielen, dann siehst du, dass da immun steht bei ihm. Ach so. Ah, da, okay. Ah, da oben sehe ich sogar immun, ja. Was ist das zweite? Ja, das sehe ich gerade nicht. Oder wo? Wenn du über ihn hoverst, dann steht doch da immun, Blut und noch ein Zeichen. Das zweite. Ich also glaub, du hoverst über ihn und links. Taunt. Links wird ja dann eingeblendet. Du hoverst über ihn und dann wird links eingeblendet. Ah ja. Du kannst auch rechtsklick du kannst auch linksklick auf ihn drücken, dann steht das unten Immunities. Ah ja. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das wird leider nicht gezeigt, wenn ich hover. Also natürlich belastet jetzt. Ja gut, aber wir müssen dann darauf achten, dass wir das Symbol nicht haben. Ja, okay, Blutung ist natürlich scheiße, dann machen wir. Ich glaube, dann mache ich Wie viele Mana habe ich noch? 3. Dann mache ich Markierung plus das Stärkste, was ich habe. Brauche ich gesagt. Ja. Hunter's Mark. Dann. Ja. Das ist leider weg, aber. Ja. Er ist markiert immerhin. Ah ja, der macht ja vorn Damage, ne? Aber das geht ja runter, ne? Ja, für jeden Angriff. Ah, okay, perfekt. So, Haul! Ja, jetzt übrigens sein, na klar. Jetzt, wo es zu spät ist. Was macht ihr hier? Disputu, Helix, Purchu, Healing. Oh my god. Healing. 3. Dann würde ich sagen, slow ich ihn. Das geht ziemlich slow. Die 11 Damage, 10 Damage. 8. Ich glaube, ich schütze uns mal lieber und dann mache ich nochmal einen Strike oder so. Ja. Weil dann fressen wir nicht so viel Damage durch den Rückstoßschaden. Dann zweiten wir den mal wieder. Hier um 25, Alter.
Ah, Side, okay. Purge your, Deal 2, Bleiblutung. Oh Gott, der sniped aber richtig. Ah, nee, Front. All yours, Front und das da, okay. So, dann. Ja, ich find's geil, also es nimmt vieles von Slay the Spire oder generell diesen Spielen und macht noch was eigenes rein. Oder andere, also es kombiniert ein paar andere Sachen. Ich finde diese Side zum Beispiel ist hier ganz anders und auch sehr wichtig. Okay, ich muss ehrlich sagen, in meiner Comp jetzt aktuell spiele ich es nicht mehr, weil ich halt die ganzen Leute auswendig kenne, was die machen. Ja, ja, klar. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also Side ist für den Anfang natürlich sehr wichtig, um erstmal die Gegner kennenzulernen, so. Genau. Und dann kann man... Also ein gutes Early-Game-Buff, sag ich mal. So. Dann und meistens Adrenaline. Ist der irgendwie bei Karten dabei. Zum Beispiel habe ich gerade eine Nuller-Karte, die 8 Schaden macht und 3 Side applied. Perfekt. So, dann machen wir einen Hunter's Mark. Dann machen wir eine Menge Damage. 6 Mana. Ja, ich kann ja quasi alles reinlegen jetzt. Außer Slice. Ja. Oder? Ja, Slice und halt ein Mana Save. Wäre sogar besser gewesen, glaube ich. Ja, weil Rupture halt wenig wieder bringt. Boah, mein Tank kriegt ein bisschen auf Sack. Ich muss mal kurz hier so machen. Ne? So. 14 Schaden, 8, 11, nix. Nochmal einmal 14, einmal 11. Ich heil den gleich, wenn es so weitergeht. Oh, ich hab nicht mal einen hier gezogen. Oh, belastend. Aber vielleicht ziehe ich noch ein? Ja! Geil. Einfach vorher ziehen, bevor man irgendwas anderes macht. Ziehen ist immer ganz wichtig. Ziegen sind sehr wichtig. Jo, der Feuerregen. Weg die Sau, irgendwie, Junge! Irgendwie ist der gegen Feuer nicht so resistent, ne? Nee, irgendwie nicht. Also ich weiß auch nicht. So ein Baum? Hätte ich mir schon eher vorgestellt, dass der resistent ist gegen dem Feuer. Aber ist schon geil. Hast du es so gemacht irgendwann, dass du die Magierin auf eine fokussiert hast oder hast du sie immer ausgebalanced gelassen? Es gibt ja auch andere und die habe ich nie mitgenommen. Okay. Von den Charakteren habe ich nur den hintersten mitgenommen, den Reginald. Der Healer, weil der krass OP ist? Weil er halt einfach der heal-lastigste Charakter ist. Perfekt. Die anderen haben weniger Heal dabei. Ah, lame. Bei Magiern habe ich immer den Feuermagier genommen. Die Äxte, die du jetzt gerade holst, ist auch meiner davon. Den Scoundrels. Ah, okay. Und anstatt dem Werwolf habe ich halt den Roboter, der halt voll tankt. Giga Tanks. Ja. Aber so. Du kannst ihn so häufig angreifen, wie du möchtest, auch wenn du Schaden kassierst. Wir heilen uns nach diesem Kampf voll. Ah, ja, okay. Nur so in dem Fall. Das heißt, ich smite ihn jetzt weg. Smite! Einfach den Jungler. Einfach Ivern, Junge. Ja. Okay. Alter, Battle Plan? Junge! Das sieht ziemlich geil aus. Schade, dass es ein Mana kostet. Warte mal, kann ich es für 0 machen? Nee. Innate und verschwinden auf jeden Fall. 3 und 2 zurücklegen? Das ist wild. Also, der Battle Plan auf Gold upgraden ist schon sehr geil. Holy shit. Common of Forms. Oh, das ist das. Ach, und oben in der Mitte siehst du immer, was für eine Rarity die Karte ist, ne? Ja. Also hier wär's. Ah, weiß ich nicht. Ah, ich mach mal Battle Plan, ich finde das ganz geil. Small Weapon from the Dorfman. Ah, Small Weapon. Ja, ja, da haben wir ja eine, ne? Die gute alte Sawtooth. Geil, die könnten wir uns damit nehmen quasi. Und Cost ist reduced um 1. Das ist geil. Ambidextrous. Duplicate 1 melee attack from your hand. Cost reduced by 2 until discarded. Oh my god. Das ist wild. 3 Stealth. Ah ja, jetzt geht's langsam los. Not targetable directly, also nur von AOE damaged. Außer man hat halt Anti-Stealth. Der Shadow Step ist geil.
Aber Hidden Weapon finde ich aktuell noch useful, weil ich dieses Sawtooth Knife habe. Das Search ist schon sehr geil, weil das ein beliebiges Monster trifft, Blutung anrichtet, Damage macht. Ich glaube, das würde ich dann nehmen wollen damit. Ich muss langsam mal Karten aus meinem Deck rausmachen, weil ich habe irgendwie ein bisschen zu viele Karten. Ja, drin. Hiernach können wir alles. Perfekt. Danach sind wir wieder in der Stadt. The Und path guck, du bist jetzt Level up. Clear. Elmer will never wake up again. Ashamed that a once tall and wise trend like him had to end this way because of the mysterious reactivation of the obelisk. Between Elmer's roots, you see a large golden chest appear. You are one step closer to your objective. To open the chest and level up haben wir auch noch. Okay. Ja. Machen wir erstmal, was ist, sollte ich zuerst machen? Leveln. Ja, ich will auch für leveln. Follow up. Reduce Weil du dann halt vielleicht auch weißt, was für Items du da raus möchtest. Alter. Reduce the cost of the highest cost attack in your hand by 3 until discarded. Kann sich auf 4 verbessern oder auf 5 mit... Moment, einfach so auf 5. Okay. Ja, das ist halt, wenn deine Charaktere... Du kannst ja auch unten bei Character... siehst du gerade sogar gar nicht. Deine Helden leveln auch außerhalb des Kampfes, also außerhalb des Games. Ah. Und meiner ist zum Beispiel Level 40, der hat halt schon die Verbesserten. Ja. Wolf Guard, All Resistance plus 10, Damage by others, Gain, last 4 uses. Ja. Geil. Ja, das ist die defensive Variante, den nehme ich. So. Dann, was haben wir hier genommen? Ja, genau, Wild Hunt, weil ich habe ja wirklich auch Markierungen. Dann nehmen wir Wild Hunt. Was hast du dir gegönnt? Bisher noch gar nichts. Achso, okay. Was haben wir da bei dir? Elementar Damage. Und Elementar Bonus-Effekte, Last One, aber 0 Kosten, sick. Discover Tree, Enchantment and place one into your hand. Okay, auch nicht schlecht. Regin, ja, was würdest du davon nehmen? Wahrscheinlich links oder rechts. Ja, ich aber will links. Aber links, glaube ich, aktuell ziemlich nice. Du hast ja alle drei Elemente gerade richtig gut am Buffern. Ja. Und bei Reginald, das ist immer klar bei mir. Reginald ist entweder mehr Damage oder mehr Healing. Ja, mehr Healing vielleicht? Heal dann 150, plus 150. Ja. Einfach, also du machst es quasi zu 250% Effektivität. Ja, geil, ja. Alter. Für einen Zauber. Das heißt, aber bei 20 wären wir hier bei 50 Healing. What the fuck? Ja. Alter, komplett OP. Und es gibt einen Zauber der AOE. Ne, der wird dann halt auch gebufft. Hoho, AOE Heal so. Keine Ahnung, AOE Heal um 15, danach ist es bei 45. Nee, bei... Ach egal, bei 20. Also ich habe gerade einen Heal geholt, der 3 Mana, 3 Leuten 21 Leben heilt. Oh my god, einfach 50 Healing für alle nach diesem Spell. Geil. Okay, wild. Ja. Dann looten wir mal. Inside the chest, you find some golden shards, und 3 Kisten. Ja, geil, 3, wie heißt das? Ja. Supplies. Geil. Und nochmal Stuff, let's go. Okay, wenn wir play Defense, werden wir nicht tun. Woolly Head, Resistance über Intelligenz und Frost. Crystal Ball ist einfach Reply One Dings. Ich habe eh noch keine Waffe, sehe ich gerade. Wenn du Player Healings, okay, wow. Wenn du Player Healings, hä, das brauche ich alles nicht. Also ist der Crystal Ball ja noch das Beste, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Crystal Ball ist eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Damage with Hit, ne? Old Horse. Jedes Mal, wenn du den Gegner damaged. Oder du holst dir die 100 Gold und jetzt gleich ist ja wieder eine Stadt, da ist wieder ein Shop. Vielleicht ist da ja was für dich. 100% Success in Single Character Event Rolls ist auch wild. Ja. Aber nur wenn er alleine. Ja, nur wenn er selber dieses Event triggert. Ja. Yggdrasil Root. Ja, ich glaube, ich hole mir den Crystal. Oder 100 Gold. Ja, stimmt, 100 Gold wäre jetzt, glaube ich, echt besser, oder? Vor allem, dann kannst du dir halt in einem anderen Shop vielleicht eine Waffe holen, die dir halt wirklich gefällt. Ja, dann 100 Gold. So, bei ihr ist es, glaube ich, klar. Lightning Book. Dann gehe ich mehr auf Lightning. Bei ihm mehr Healing. Auf jeden Fall, Junge. Ilmas Branch. So, was ist bei ihm sinnvoll? Er spielt ja Defense aus. Er würde dann Thorn kriegen. Ja. 2x pro Runde, wenn du eine Karte mit Defense als Tag hast, dann kriegst du 2 Dornen. Also 4 Dornen pro Runde.
ist dieses two times pro turn auf das untere bezogen oder auf das obere? Auf das untere. Ah ja, also ich würde zweimal, wenn ich Defense spiele, zwei Dornen kriegen, also insgesamt vier. Ja. Ja. Aber meine Resistance, alle Resistance plus 6. Hier habe ich nur die physischen Resistance plus 10, also wäre das echt ziemlich gut. The Shield of Thorns. Geil. Oh, und jetzt die Map Transition. Descendant Obelisk. Jetzt kommen wir zu unserer ersten harten Choice. Descendant Obelisk, you find yourself in front of the Obelisk. After centuries of inactivity, it is now bursting with energy and the runes engraved in the stone glow brightly. As you read the runes aloud, the wall of the Obelisk warps and distorts, creating several portals. The time has come to cross the Obelisk. Where will you go? Dann cross. Sind wir across the Obelisk. Ha! Ah, ja. Jetzt verstehe ich! Ja, smart! Continue, cross the red portal from which hot air comes out, also wahrscheinlich Feuergebiet. Cross the green portal from which a smell of stagnant water comes out. Or cross the blue portal from which an icy draft comes out. Ach du Scheiße! Wir waren ja jetzt im Wald, das heißt, wir haben jetzt entweder Feuer, Wasser oder Eis vor uns. Und ich würde sagen, diese Choice seht ihr in einem anderen Part, weil das war jetzt das angespielt. Ha! Aber ich denke mal, dass ich es mit Johannes wahrscheinlich ein paar Mal weiterspielen werde. Können wir speichern eigentlich jetzt? Wenn wir rausgehen, speichert's. Es speichert unseren gemeinsamen Run. Es speichert unseren gemeinsamen Run. Wie funktioniert das? Indem ich einfach, wenn ich dann nächstes Mal auf Multiplayer gehe. Aber wir müssen das aktive Event vorher finishen, steht da. Also wir müssen da jetzt draufklicken irgendwo, oder was? Ja. Und dann speichert er. Ja, dann kann ich das speichern. Dann kann ich wieder raus. Okay. Also man kann immer nur ein, wie heißt es, eine Welt quasi. Man muss eine Welt machen und dann speichert er das. Nee, ja, aber du musst das Event machen. Das ist da keine Event. Ach so, dieses Buch. Also immer wenn so ein Buch kommt und ein Event da ist, dann muss man eins gemacht haben, dann kann man speichern. Beziehungsweise jetzt gerade sind wir ja mitten in Aussuchen, ja, wo wir aber hinwollen. Aber jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt vom Programming her so, dass das System oder der Server, ist da ein Server? Also wie erkennt es, dass wir quasi diese Story weiterspielen? Wahrscheinlich speichert das bei dem, der es erstellt hat, also bei mir auf dem PC. Und dann, wenn ich Multiplayer öffne, dann habe ich eine Möglichkeit von drei verschiedenen Partien. Dann klicke ich auf die drauf, die ich möchte. Und dann nehme ich dich mit rein und du kannst dann die anderen beiden Charaktere übernehmen. Also könntest du diese Story jetzt mit jemand anderem weiterspielen? Wahrscheinlich ja. Ah, okay. Aber das ist trotzdem geil. Hä, wie awesome ist das denn? Das ist schon wild. So war es ja auch damals bei For the King. Ja, stimmt. Das heißt, ich kann, wenn ich sowas mache, als Host, mit jede Story mit irgendwelchen Randoms spielen? Ja. Das ist ja mega witzig. Hä? Ich meine, noch sind wir am Anfang. Was ist das dann später? Das ist ja übel geil. Kommen irgendwelche Randoms mit irgendwelchen Builds und das ist ja übel geil. Und manche sind irgendwie richtig krass mit dir und manche so gar nicht. Ja. Ist ja mega nice, Junge. Einfach jetzt verstehst du, warum ich dieses Spiel so liebe. Das ist halt wirklich cool. Und es ist halt wirklich noch mehr RPG-Elemente als jetzt hier Slay. Ja. Ich meine, Slay ist geil, ne? Ist aber für mich ist Slay auch eher so ein Singleplayer-Game. Aber das hier ist ja wirklich ein Multiplayer-Game. Das ist ja dafür ausgelegt, auch Multiplayer. Weil wir sind nur zu zweit, so vier Leute. Und das Geilste ist, finde ich, du levelst A außerhalb des Games, weswegen das so ein Roguelite ist. Mhm. Und du levelst innerhalb des Games, was wir ja gerade gemacht haben. Und kannst dann immer halt andere verschiedene Sachen. Es gibt auch Qualstufen, die sind hier Madness-Stufen. Also du kannst das noch schwerer machen. Mein Roguelite, ne? Du levelst passiv, sodass du eine Menge freischaltest. Aber jeder Run ist quasi trotzdem von neu. Aber du hast die Möglichkeit, geilere Sachen zu bekommen. Und du hast das auch zum Beispiel so Modifier, wie zum Beispiel Random-Kämpfe. Dann ist jeder Kampf eine Elite dabei. Mhm. Aber alle Gegner sind unterschiedlich. Zum Beispiel dort könnten welche aus dem Feuergebiet kommen. Oder aus dem Wassergebiet. Moin, oder aus dem Eisgebiet. Alter. Wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Okay, wo wollen wir hingehen? Was glaubst du, wo sind wir krass drin? Dadurch, dass du ja auch gesagt hast, du willst den Lizardmann haben, glaube ich, weißt du schon, wo wir hin müssen. Ach so, der hat gesagt, Gift, ne, brauchen wir. Ja, er braucht Gift aus seiner Stadt Aquaria. Ah, okay, dann müssen wir zu Wasser hin.
cross the green portal from which a smell of... Und du hast ja eh Blitzdamage, also das ist sowieso geil, wenn da Wasser gegenkommt. Ja. Wir gehen durchs grüne Portal! Du, du, du. Tschu. The Aquarfall marched the groove and across the obelisk, and in an instant found themselves in another place, far from Senentius Forest. One of the mysteries of the obelisk has just been revealed to them. In ancient times, the obelisk was used as a means of transportation, since reaching this land by road will take several days. They searched for signs that the princess or Lord Handshake had been there, and found two pairs of footprints leading away from the area. The group looked to the horizon and saw that there was another obelisk in this area that was active. Undoubtedly, the princess and Lord Handshake had something to do with the activation of the obelisk. The next destination of the group was clear. Act 2. Geil. Junge, das ist ja wie so ein Brettspiel, nur digital. Also es ist halt... Wenn das jetzt... Weil ich meine, For the King fand ich eigentlich geil, aber ich fand immer das Gameplay von For the King ein bisschen boring. Es war nicht so flüssig und nicht so interaktiv, weil es halt kein Roguelite war. Und Roguelite ist halt einfach... Und das hier hat geile Round-based Kämpfe. Die Maps sehen geil aus. Gegner auch nice. Und es wird wahrscheinlich auch eh immer schwieriger, also angemessener Schwierigkeitsgrad. Ja. Multiplayer mit Freunden oder Randoms. Ey, es ist ja so geil. Sind die Maps eigentlich immer die gleichen? Also ist das hier, diese Wassermap, ist die immer gleich aufgebaut? Von Kämpfen und allem her ja. Also aber von den Places her meine ich. Also es sind immer dieselben Stellen. Ja. Aber es sind immer verschiedene Events. Zum Beispiel das Grüne, was da unten ist, bei dem Aquädukt. Ja. Das habe ich noch nie geguckt. Also das ist neu für mich. Das Aquädukt, ja hier, ja. Okay, okay, nice. Interessant. Oder das Blaue da unten, das ist manchmal grau. Das Blaue da, ja. Okay, okay, ja, ja, die Events sind immer anders. Kämpfe sind gleich. Ja, außer du machst halt random Kämpfe an. Was ich immer mache. Okay, wir haben hier den Lonely Rock, da ist so ein Froschtyp. Dann haben wir hier die Voodoo Hut. Da ist ein Fragezeichen im Spider Lair. Ist es quasi ein Secret Exit? Secret Nein, Boss? Das sind die Missionen. Die beiden Fragezeichen sind jeweils die Missionen. Character Event, aber da müssen wir nicht hin, ne? Nee. Du musst zu keinem von diesen. Ah, das sind neue. Okay. Das sind neue Character? Waterfall Ledge. Nein, die Fragezeichen meine ich. Achso, die Fragezeichen, da musst du nicht hin, aber das sind halt, wenn du diese Events machen möchtest, zum Beispiel bist du erst in The Shadows, was du links stehen hast, dann musst du zu einem von den beiden. Ja, ja. Ah, Workshop. Nee, den Meister müssen wir random finden, wahrscheinlich. Nein, der Meister ist eins der beiden Fragezeichen. Ah, jetzt check ich's. Eine der beiden Fragezeichen ist eine der beiden Events. Ja. Okay. Ja, hier steht sogar. Ja, Whispers in the Shadows, Inside a Spider Cave und Aquafall. Also der Spider Cave ist schon mal der Hinweis, das gehört zu diesem Charakter. Und Looking for the Master wird wahrscheinlich das andere Fragezeichen sein. Ja. Hätten wir also noch mehr Missionen, wären hier noch mehr Fragezeichen, ne? Ja. Theoretisch. Also muss ja nicht, weil das kann ja auch in anderen Gebieten sein. Oh mein Gott, das ist ja... Also am Anfang ist es ja... Es ist angenehm komplex. Ich liebe es. Das ist sehr geil. Und genau dasselbe, was du auch bei Charaktern hast, musst du auch bei jedem einzelnen Pet machen. Du hast Pets, die du freischalten kannst. Zum Beispiel hier kannst du ein Pet freischalten. Ja, das ist der Frosch wahrscheinlich. Es ist ein Schleim. Wo ist der? Also... Dafür musst du hier links gehen, dann hast du den Lizardman Tribe, das ist das Event unter dem Kampf. Da kaufst du dir ein Schleimbait, gehst dann zu dem Spider Cave und da hast du ein Event, wo du den holen kannst. In der Spider Cave kannst du aber auch noch eine Spider holen. Also du hast unendlich viele. Okay. Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Das ist ja mega geil. Aber nach dem Spider Cave komme ich doch nicht mehr weiter, oder? Dann kommst du da rechts von der Spider Cave, da ist so eine kleine Höhle. Ah, da ist ein Loch und dann geht's da weiter. Ja. Oh mein Gott, das Loch kann man jetzt noch nicht mal drüber hovern. Also man weiß es theoretisch gar nicht. Ich meine, man sieht so ein bisschen, aber ich hätte es jetzt übersehen tatsächlich. Ja. Ich hätte gedacht, Spider Cave ist ein Ende und du müsstest quasi nochmal von vorne den anderen Run machen zum Boss. Aber das ist auch cool, dann wirst du überrascht. Hä, wie geil ist das denn, Mann? Ich liebe dieses Spiel.
Ich meine, es hat ja offensichtlich irgendwann ein Ende, wenn du alles gesehen hast. Aber bis du mal alles gesehen hast, das dauert ja ewig. Und vor allem, also, wie viele Level gibt's so? Ich kenne jetzt 2 und halt die anderen beiden, die wir nicht gewählt haben. Da gibt's wahrscheinlich nochmal so 5 oder 10. Ich bin jetzt bei circa 70 Stunden und ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe alle Karten zwar gesehen, aber mir fehlen noch viele Events. Aber du hast auf jeder Karte noch nicht alles Equipment gemacht. Ja, nein. Klar. Und ich bin auch noch nicht beim schwersten Schwierigkeitsgrad, also... Und der Obelisk hat jetzt auch ein anderes Symbol, wie cool. Ja. Ich dachte, es wäre so ein allgemeines Symbol, aber das war das Forest-Symbol und jetzt ist quasi... Ne, oder beziehungsweise das 3-Portal-Symbol wahrscheinlich und das ist jetzt Wasser-Symbol. Und danach kann man aber weiter in den nächsten Level, ne? Danach kann man in noch 1, aber das letzte kannst du nicht machen. Danach kommst du in ein ganz anderes Gebiet. Also man macht immer 3 Level, oder wie? Du machst immer 2 von... Also als erstes den Wald, den machst du immer. Außer du holst die Karawane, dann kannst du für 60 Gold ins zweite Gebiet schon. Ja, weil Wald immer zu machen wäre auch ein bisschen boring, so nach einer Zeit. Ja. So, dann kannst du dich zwischen den 3 halt entscheiden. Mhm. Und jetzt hiernach kannst du dich nochmal zwischen den 2, die du dich nicht entschieden hast, entscheiden. Aber dann kommst du zu einem ganz anderen. Also den 3. von den 3 machst du nicht. Okay, es gibt also bloß diese 4 Maps quasi. Nee, danach kommen noch andere. Ah, danach kommen noch andere. Ah, so Hit, so Secret Maps. Die Endboss Maps. Ja, oder die Endboss Maps. Okay, wild. Es gibt 3 Akte, von denen, also den ersten kannst du ja nicht entscheiden. Ja, ja. Den zweiten und den 3. kannst du dich ja zwischen den 3 entscheiden. Und dann kommen wieder 2 Akte, die du nicht entscheiden genau, kannst. Genau, okay, wow. Ja, gut, ich würde sagen, jetzt ist Schluss für den Part. Bait. Ja, weil jetzt haben wir ziemlich coole Erklärungen bekommen von Johannes. Vielen Dank dafür. Und ich. Kein Problem. Wie viel hat das Game gekostet? 13 Euro. Okay. Also für 13 Euro, Leute, ich schwöre euch, gönnt euch das Game. Das ist ja insane geil. Ihr könnt es alleine spielen oder mit Freunden, wenn ihr welche habt. Ne? Und wenn nicht, ihr braucht nicht mal Freunde. Ihr könnt auch Multiplayer ohne Freunde spielen. Ihr geht einfach rein, macht eine Lobby auf und wartet, bis jemand kommt oder ihr joint jemanden. So. Ja. Ist ja mega geil. Und das Geile ist ja, der Multiplayer schaltet dir ja Dinge auch für das normale Playthrough frei, stimmt's? Ich wüsste das nicht. Ich habe halt noch nie gemacht, aber ich schätze mal. Also ich denke, dass du einen Account hast quasi, wo es alles freigeschaltet wird. Also es wäre zumindest, also so smooth wie dieses Game ist, würde ich es dem zutrauen, dass sie genau das auch gemacht haben. Ich würde es dem auch zutrauen. Und ich meine, es ist ja auch nicht mal schlimm, weil es ist nur 13 Euro. Aber du kannst ja deine Spieldaten ja auch löschen. Ja. Oder kannst du es nochmal von vorne spielen. Ich meine, es ist Steam. Es ist ein Steam-Game. Also. Nee, das kannst du auch im Menü. Das kannst du auch im Menü. Ah, ja, stimmt. Das kannst du sogar im Menü löschen. Schau, das ist sogar eingebaute Löschfunktion. Das heißt, du kannst immer wieder. Wenn du sagst, okay, dein Run, keine Ahnung, du hast noch 5 Jahre nicht gespielt und du weißt nicht mehr, was abgeht, dann kannst du nochmal von vorne machen. Theoretisch. Ist halt. Im Hauptmenü kannst du nämlich, wenn du auf General bist, da ist unten so ein roter Schalter, da ich sag dir, Roguelite ist eines der geilsten Genres überhaupt, ne? Ja, und das ist immer wieder neu spielen und Achievements gainen ist halt schon geil. Es muss halt gut gemacht sein, weil ich finde zum Beispiel, Dings. Wie heißt es? Dead Cells. Das finde ich ein bisschen anstrengend, jedes Mal die ersten Runs neu zu machen, wenn du einmal stirbst. Das ist glaube ich, eher was für Hardcore-Schwitzer oder Leute, die wirklich länger am Stück zocken können. Weil es gibt ja basically keine Speicherfunktion in Dead Cells. Das ist halt ein bisschen... Das mag ich nicht so sehr. Aber das hier hat ja eine Speicherfunktion. Und wenn du drauf gehst, gehst du halt drauf, aber dann kannst du von vorne spielen, trotz der Achievements. Das finde ich halt besser. Also das fand ich bei Dead Cells. Und vielleicht hast du ja auf dem Weg schon einen Charakter freigeschaltet und kannst den dann ausprobieren. Genau, und dann kannst du für den neuen Run einen neuen Charakter auswählen mit neuen Sachen und so weiter. Also basically Slay the Spire in RPG. Ja. Einfach nur awesome. Ja, geil, dann schauen wir mal, ob wir das irgendwann weiterspielen. Ich würde es erstmal ausmachen wollen, so. Und ja, hat Spaß gemacht. Aber du siehst, Ich wollte dich nicht damit verarschen. Das nee, das weiß ich. Ich hatte einfach nur keine Zeit gefunden. Ich bin aber froh, dass ich es jetzt endlich mal getan habe. Weil das ist halt mega. Weil du kannst auch theoretisch einfach mal sagen, du machst mit 3 anderen Streamern, ne? Ja. Also kannst du so eine Kampagne einfach spielen. Du sagst, einmal die Woche treffen wir uns und spielen so einen Akt durch oder so. Hat ja das Spiffing Bird gemacht mit 3 anderen. Genau. Es gibt ja auch wöchentliche Herausforderungen, die dann eher
ein Trial sind. Wir haben jetzt knapp zwei Stunden gebraucht für den ersten Akt. Also gut, wir waren noch langsam und es war Tutorial-mäßig und alles. Ich denke mal, wenn du ein bisschen reingeschubt bist, dauert es vielleicht nur eine Stunde so ein Akt. Kannst auch theoretisch in drei Stunden ein ganzes Ding durchspielen. Und ja, geil. Gut, ich glaube, das Einzige, was wahrscheinlich vielleicht langweilig sein könnte, ist, wenn du ein paar Mal gespielt hast, dann hast du nicht mehr diesen hohen Wiederspielfaktor, sondern dann hast du nur noch dieses Grinding zu sagen, yo, neue Charakter freischalten oder neue Events. Sind es immer wieder neue Bosse auch oder sind es immer die gleichen Bosse? Es sind immer die gleichen Bosse. Okay. Ja. Also immer wirst du jedes Mal besiegen müssen. Ja gut, 13 Euro, ne? Da will man jetzt auch nicht übel krass viel erwarten. Aber du hast dann irgendwann später diese Endboss-Level, wie du gesagt hast. Ja, es gibt dann halt Möglichkeiten, zum Beispiel wären wir unten lang gelaufen, hättest du die Möglichkeit gehabt, die Dryade aus dem Kampf rauszunehmen. Ja. Das heißt, wir hätten nur gegen Ilmer und den Baumling vorne kämpfen müssen. Okay, cool. Ja, du musst jetzt nicht alles spoilern, aber ja, das ist ein gutes, auch geil. Ich sehe auch. Ist halt nur ein Beispiel. Ich sehe auch gerade jetzt, dass man sich auch Gold und Shards einfach geben kann. Auch sehr gutes Feature von For the King, also so generell diese Multiplayer-Brettspiel. Ich glaube, For the King ist eines der Vorzeigedinge. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Das hier ist jetzt quasi das Latest bei und For the Kings unehelicher Sohn. Also schon ziemlich cool tatsächlich. Ziemlich, ziemlich cool. Ich finde das auch viel übersichtlicher als For the King, weil das einfach dieses typisch klassische Brettspiel-Manier hat und nicht so wie bei For the King diese Ziele von Katan-Karten, die so auch, die sind ja auch randomized bei For the King, aber das macht es auch eben so unübersichtlich, finde ich. Und hier ist es halt nur, die Felder sind zwar überall gleich platziert, aber du hast so ein bisschen Abstand dazwischen, ne? Du musst nicht jedes Feld einzeln gehen, sondern du hast hier immer da ein Feld, dann gibt es ein bisschen Weg, da ein Feld. Und da sind einfach nur die Events quasi neu basierend. Und das macht es ein bisschen greifbarer fürs Gehirn und fürs Auge auch. Genau, also ja, es ist wahrscheinlich eh sowieso ein neueres Spiel. Es ist ein neues Spiel, haben wir ja am Anfang gesagt. Das ist ja jetzt raus aus der Beta. Von daher, je neuer, desto mehr haben Spiele ja die Möglichkeit, Sachen besser zu machen. Das ist ja klar, weil sie aus den alten Sachen ja lernen. Ja, also absolut geiles Game. Ich bedanke mich. Haut's rein, Alter. 13 Euro, gönnt euch dieses Game. Absolute Empfehlung ist raus, ich schwöre. Ja, und dann würde ich sagen, spielen wir die Kampagne beim nächsten Mal weiter, ne? Jo, gerne. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao. Alter, und die Musik, Alter. Ist auch sehr schön harmonisch.